Auch das noch, Himmelswasser. Jetzt kann ich sowieso nicht mehr einschlafen. Hab keine Angst, Tricia. Ist ja alles gut. Großer Baumstern haltet uns alle trocken. Mir tut leid. Sieh mal, Spike. Das Himmelswasser lässt das Bodenwasser tanzen. Wahnsinn, Ruby. Heute kommt aber eine ganze Menge Himmelswasser von oben. Deshalb heißt es ja auch Himmelswasser. Es fällt vom Himmel runter, bis es alle ist, Chomper. Na, jedenfalls sind wir in den geheimen Höhlen vor Rotklaue sicherer. Was sehr gut ist, denn ich habe deinen Eltern versprochen, gut auf uns aufzupassen. Ja, und hier drin ist es auch schön trocken. Sieh mal, die Steinzähne tröpfeln. Wollen mal sehen. Ach du dickes Drachenei, jetzt bist du ja pitschenass. Da, ich will, dass das aufhört. Warte, Chomper. Nein! Das mit dem Schlafen können wir jetzt wohl vergessen. Vor uns liegt ein wunderschöner neuer Tag. Vor uns liegt ein wunderschöner neuer Tag. Und die helle Scheibe leuchtet weit. Die helle Scheibe leuchtet weit. Kommt und spielt mit mir. Abenteuer lebt man hier. Oh, und immer finden nach Hause wir. In einem Land vor unserer Zeit. Vor unserer Zeit. Das war aber ein langer Himmelswasserguss letzte Nacht. Japp, japp, japp. Naja, Himmelswasser gar nicht schlecht, wenn nicht so nass wäre. Ach, Petri, die große helle Scheibe ist wieder da und sie wird alles ganz trocken machen. Stimmt's, Zera? Das will ich hoffen, Littlefoot. Meine Baumsterne sind ganz matschig. Hey, diese Baumsterne waren nicht für euch gedacht. Das war nicht nett. Nein, nein, nein. Die gehören mir. Ja, ja, ja. Was? Hey, ihr! Die Baumsterne, die euch nicht gehören, gehören euch nicht. Klar? Ruby, deine laute Stimme hat den Kuppelköpfen Angst eingejagt. Danke für dein Dankeschön, Ducky. Oh. Baumsterne miteinander zu teilen macht Spaß. Japp, japp, japp. Hallo, meine Freunde. Meine Freunde, hallo. Hallo, Ruby. Hi. Hey, Chomper. Was ist denn los? Ach, na ja, eigentlich nicht viel. Ich muss nur eine neue Höhle finden. Hm? Immer stimmt irgendwas mit Chompers Höhle nicht. Japp, japp, japp. Nein, nicht immer. Ruby und ich sind sehr froh, dass eure Familien uns die geheimen Höhlen überlassen haben. Besonders wegen Rotklaue und seiner Schnellschnapper, die sich im geheimnisvollen Jenseits rumtreiben. Schön. Und was ist diesmal mit eurer Höhle, Chomper? Na ja, sie leckt. Es ist eine Höhle. So schlimm kann das doch nicht sein. Kommt mit, ich zeig's euch. Mit dem großen Himmelswasser letzte Nacht kam auch das Wasser von der Decke. Ich könnte bei den Geräuschen auch nicht schlafen. Nein, nein, nein. Die letzte Nacht war schrecklich. Ja. Vielleicht hätten wir hier nicht so viel Wasser, wenn Chomper nicht diese Löcher gemacht hätte. Ja, also
Ich würde sagen, wir machen uns einfach auf die Suche nach einer neuen Höhle. Hier unten? Petri kriegt großes Angst. Ich weiß nicht, Chomper. Es wird Spaß machen. Ein Abenteuer. Auf Abenteuerreise gehen ist wunderbar und wunderschön. Ich möchte neue Dinge sehen. Eine Höhle suche ich mir. Im Dunkeln starren uns Augen an. Man weiß nicht wo, man weiß nicht wann. Und der Gefähr von Petri Pan. Denkt nicht dran. Wir finden Höhlen überall. Sehen Stein auf Stein und Wasserfall. Es wird sehr schön. Kommt, lasst uns gehen. Hier zu dunkel. Wir besser gehen zurück. Ich würde sagen, wir gehen da lang. Na schön, aber in dieser Richtung ist die Luft frischer. Ich würde sagen, wir gehen da lang, wo wir am besten sehen können. Hey, Spike, super gemacht. Nein, ja, toll. Wenn wir den Weg gehen, den wir sehen können, dann sehen wir den Weg, den wir gehen können. Zera? Also, ich denke... Alles klar, dann gehen wir hier lang. Ruby, du hast dasselbe wie ich gesagt, nur viel größer. Und alle haben dir zugehört. Wenn ich so groß reden könnte, dann würden mir auch alle zuhören. Das wäre sehr schön. Solange du nicht so laut bist, dass alle einen Schreck bekommen. Wie die Rotklaue? Ja. So wie Rotklaue. Der Weg ist viel zu holperig. Die Höhle schnuffelt komisch. Nicht gleich aufgeben. Wir finden schon noch eine gute Höhle. Eine gute Höhle? Ich glaube, das können wir vergessen. Hey, Leute, das müsst ihr euch ansehen. So interessant ist dein Schwänzchen nun auch wieder nicht. Ich glaube, ich habe sie gefunden. Mir nach, Freunde. Hier für ein Ort. Das ist eine Höhle der vielen Stimmen. Hört mal her. Hallo, hallo, hallo. Wow, sie antwortet. Das muss ich auch versuchen. Hauga, hauga, hauga. Oh nein, was ist das? Wow, das war ja richtig laut, Ducky. Ja, ich bin beeindruckt. Oh, jetzt klinge ich auch richtig groß. Ja, ja, ja. Wenn ich hier drin laut sein kann, Ruby, vielleicht kannst du mir zeigen, wie das auch im großen Tal geht. Du glaubst, dass ich so laut rede, weil ich größer bin als du? Aber wenn du größer wärst als du, dann würdest du auch lauter sein, glaub mir. Hm? Aber dann wäre es nicht mehr so laut für dich. Also, willst du mir helfen, lauter zu sprechen? Bitte? Nun ja, ich kann's ja versuchen. Ich großer Flieger! 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 Wuhu! Wuhu! Wuhu!
Hey, Freunde, von dem vielen Rufen habe ich Durst bekommen. Und Hunger auch. Was glotzt du mich so an? Chompa, draußen in Großes Tal habe ich Nest mit stinkende Summedinger gesehen. Das wird dich gefallen. Hey, das klingt super toll. Na dann los. Diese stinkenden Summedinger waren zwar scharf, aber gut. Ich nicht gerne Einzelheiten hören, aber gern geschehen. Hey, der hat Lust, noch ein paar Höhlen auszukundschaften. Hey, wir essen noch, Chompa. Ihr Flachzähne braucht aber ganz schön lange fürs Essen. Chompa, geh doch schon mal vor. Wir holen dich dann ein. Ja, alles klar, Littlefoot. Wo Ruby und Ducky? Ducky, ich habe darüber nachgedacht, also hör mir gut zu. Um groß zu sprechen, musst du dich auch groß fühlen. Also, wenn du groß denkst, dann redest du auch wie ein Großer. Ich könnte an große Sachen denken wie diesen Baum. Der ist groß. Gut, und jetzt sei der Baum. Ich kann doch kein Baum sein. Nein, nein, nein. Aber du kannst dir vorstellen, so groß wie der Baum zu sein, richtig? Oh, na gut. Ich stell's mir vor. Ich bin ein Baum. Sehr schön. Und jetzt, wo du dich groß fühlst, sprich auch groß, Dagi. Etwa so. Erstmal atmest du tief ein. Gut, das machst du schon ganz fein. Und nun reck dich, du wirst sehen. Jetzt wird's gleich viel besser gehen. Ich spreche groß. Groß? Groß wie ein großer Baum. Wie der Saurierfelsen, so groß? Ja, so groß wie es nur geht. Ich spreche groß und laut. Komm, versuchen wir's nochmal. Ruf ganz laut ins große Tal. Deine Stimme macht dich stolz. Du bist aus besonderem Holz. Ich spreche laut. Richtig laut und groß. Wie ein großer Baum. Ja, man glaubt es kaum. Wie ein Felsen so groß. Groß wie das größte Groß. Ich bin riesengroß. Hey, hier ist was los. Du sprichst laut und groß. Danke, Ruby. Hallo, meine Freunde. Meine Freunde, hallo. Hi, Ruby. Ducky? Kann ich ein paar Baumsterne haben? Na ja, klar. Hier. Hey, versuchst du irgendwie anders zu sprechen, Ducky? Ja, das tue ich. Oh, ja, ja. Ich meine, ja, Zera. Seit ich mich groß fühle, spreche ich auch größer und lauter. Na ja, es würde helfen, wenn du ein kleines bisschen länger wärst. Eines Tages wird sie auch größer sein. Freunde! Hey, Freunde! Stellt euch vor, ich habe eine tolle neue Höhle gefunden. Kommt mit, die müsst ihr euch ansehen. Tja, Chompa, die ist, naja, ganz nett. Ja, irgendwie sehr höhlig. Schön, dass sie euch auch gefällt. Das Beste daran ist, keine Steinzähne. Oi, 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 klingt, als wäre noch jemand anders in den Geheimhöhlen. Tja, es gibt nur einen Weg herauszufinden, wer das ist.
gemacht hat, sieht jetzt viel größer aus. Da draußen ist das geheimnisvolle Jenseits und... Oh nein, das ist Rotklaue. Und Schnellschnapper. Los, kommt! Die dürfen nicht merken, dass wir hier sind. Der Schafzahn darf nicht hier drin bleiben. Nein, nein, nein! Jetzt schrei hier nicht so rum, Ducky. Oh, Cholera! Sie müssen da wieder raus, wo sie reingekommen sind. Ja, genau, Spike. Dann können wir mit den Ranken Steine nach unten rollen lassen und den Eingang verschließen. Los, mir nach! Und jetzt? Vielleicht können Ruby und ich Rotklaue aufhalten, während ihr Hilfe holt. Ihn aufhalten? Wie ein Appetithäppchen? Hört zu, wir müssen zusammenhalten. Wenn die Höhle der vielen Stimmen unsere Körper nur auch so groß machen könnte wie unsere Stimmen. Ducky, das ist es. Wisst ihr noch, wie das Echo Petri Angst eingejagt hat? Oh, ich noch ganz genau weiß. Wenn ihr Rotklaue und seine Schnellschnapper irgendwie in die Höhle der vielen Stimmen locken könntet, können wir von drinnen tun, als wären wir ganz viele. Und vor allem viel größer. Wir brüllen, als ob wir größer und stinkesauer wären? Ist kein Problem. Kein Problem für dir. Stillstehen kann uns Rotklaue nicht sehen. Ja, aber er kann uns immer noch riechen. Hey, wir sind schon fast in der Höhle der vielen Stimmen. Ja, das sind wir. Aber der Scharfzahn wird uns sehen, wenn wir da lang gehen. Mich sieht er vielleicht nicht. Ich bin ja ganz klein. Ganz verwirrt. Das ist unsere Chance. Hauga! 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 Ducky, du hast mit deinem Gebrüll dem Schafzahn Angst gemacht. Ich bin klein, aber ich kann mir vorstellen, groß zu sein. Und jetzt können wir alle zusammen brüllen. Geklappt! Schnellschnapper sind weg!
weggerannt. Chomper, du kannst mit dem Schafzahn sprechen. Sag ihm, er muss verschwinden, weil eine große verärgerte Herde unterwegs hierher ist. Alles klar. Verschließen. So, und jetzt schnappt euch alle eine Ranke und zieht! Jetzt, wo Rotklaue nicht mehr hier ist, ist es eine super tolle Höhle. Du warst sehr tapfer und mutig, Ducky. Ja, ohne deine Anschleichung, wir hätten nie geschafft in die Höhle herein. Manchmal ist es wirklich besser, klein zu sein als groß. Aber eins weiß ich, tief in mir drin werde ich immer groß sein. Jap, jap, jap. Hat Tria gesagt, was ihre Überraschungen sind? Nö, es wäre keine Überraschung, wenn sie es verraten hätte. Sera hat recht. Die besten Überraschungen sind immer Überraschungen. Vielleicht Tria fliegen gelernt. Ah ja, das große Überraschung ist... Hallo, Kinder. Guten Tag. Hallo. Und, was ist die große Überraschung? Oh, Zera, du kommst immer gleich zur Sache. Heute bringe ich euch zu meinem Lieblingsort vom ganzen großen Tal. Mein geheimes Rückzugsplätzchen. Oh nein, wenn Geheimnis, woher wir dann wissen? Na, weil sie es uns gleich sagen wird. Oh ja. Ja, ja. Und wo ist es? Es ist mein geheimer Matschepampe-Pool. Was? Wir gehen zu einem Modderloch? Vor uns liegt ein wunderschöner neuer Tag. Vor uns liegt ein wunderschöner neuer Tag. Und die helle Scheibe leuchtet weit. Kommt und spielt mit mir. Abenteuer erlebt man hier. Oh. Und immer finden nach Hause wir. In einem Land vor unserer Zeit, vor unserer Zeit. Ich bin sicher, dass euch mein geheimer Matschepampe-Pool gefallen wird. Was soll uns an Modder gefallen? Dieser Modder ist was ganz Besonderes. Wenn ihr drin sitzt, werdet ihr es verstehen. Wir sollen uns in Matschepampe reinsetzen? Lasst euch einfach gehen, Kinder. Ach, es muss schön sein, dorthin zu gehen und sich gehen zu lassen. Wir waren, gerade mitten beim Versteckspielen. Und wir wollen gern zu Ende spielen, stimmt's, Ducky? Matschepampe ist auch schön, jap, jap, jap. Aber ich glaube, ohne mich könnt ihr das Spiel nicht zu Ende spielen. Also bleib ich hier. Was ist denn? Ich dachte, ihr zieht los, um euch richtig zu amüsieren. Papa, ich möchte nicht in einem Pampeloch sitzen. Tria hat sich schon lange auf diesen kleinen Ausflug gefreut. Wenn ihr nicht mitgeht, muss ich mir das die ganze Zeit anhören. Aber Pa! Du gehst mit.
tut also schön. Lass den Kopf nicht hängen, Sarah. Je eher wir gehen, desto eher sind wir unterwegs. Und desto schneller haben wir Spaß. Spaß in Matschepampe? Na toll. So, wir sind da. Ist das nicht wunderschön? Hier zu sein ist viel besser als nicht hier zu sein. Das ist nur Matsch. Ich froh wir nicht am Matschepfuhl. Matschepampe sind nicht gut für Vögel. Jetzt! Ich hab ihm! Ich ihm verpasst. Ja, aber ich nicht! Sieht aus wie Zahn. Wie dein Zahn, Chomper. Mein Zahn? Auf dem Boden? Aber mein Zahn muss doch hier in meinem Mund sein. Du ganz recht, aber dieser Zahn hundertprozentig nicht in deinen Mund. Mein Zahn! Mein Zahn! Mein Zahn! Hast du Schmerzen? Nö. Denkst du, ich krieg welche? Ich bin sicher, alles wird gut. Gut? Gut? Was kommt dann? Ein Arm? Ein Bein? Mein Schwanz? Nicht mein Schwänzchen. Oh nein, was passiert mit mir? Ich niemals nicht gehört von Zahn, das ausgefallt. Niemals? Niemals? Also ich schon. Wenn ich du wäre, würde ich nicht so sehr an meinem Schwanz hängen. Oh, aber ich glaube, Chomper hängt sehr, sehr an seinem Schwanz. Japp, japp, japp. Das ist wahr. Das tue ich. Aber mit einem Zahn fängt es an. Und ehe du dich versiehst, bist du nur noch Haut und Knochen und fällst auseinander. Ich möchte nicht auseinanderfallen. Ganz egal, was du möchtest. Denk an meine Worte. Wenn die Nacht anbricht, bist du nur noch ein Haufen Knochen. Moment! Wie kriege ich denn meinen Zahn wieder zurück in meinen Mund? Wir können ja Meister Plattnase fragen. Der weiß doch auch sonst immer alles. Bei mir bist du steinrichtig, Chomper. Es gibt viele Möglichkeiten, Dinge wieder zusammenzufügen. Warum sollte es nicht bei einem Zahn funktionieren? Ach, meinen Sie? Selbstredend, mein Junge. Mund auf, ja, so ist es fein. Dann guck ich erst mal rein. Etwas Klebebaumsternsaft. Gib dem Zahn die alte Kraft. Bald ist er fest. Ja, das große Fest. Bald hat der Zahn wieder ein Nest. Das war gar nicht schwer. Jetzt zeig mal her. Blütenstaub klebt auch ganz fein. Etwas Pampe muss schon sein. Tut mir leid, vergiss den Dreck. Es hat keinen Zweck. Nichts klebt meinen Zahn. Sieh mal einer an. Du bist übel dran. Armer, armer Zahn. Er kriegt ihn leider nicht dran. Armer, kleiner Zahn. Es ist wie verflucht. Ich hab's versucht. Der arme Zahn. Ich bin untröstlich. Keiner meiner Klebetricks funktioniert. Bis heute habe ich immer versucht, Erfahrungen mit Scharfzahnzähnen aus dem Weg zu gehen. Wenn Scharfzähne bei uns leben würden, könnte ich sie ja wegen der Zähne fragen. Was ist mit Ruby? Ruby? Sie hat keinen einzigen Zahn. Aber sie hat im geheimnisvollen Jenseits gelebt und da gibt's jede Menge Scharfzähne. Vielleicht hat sie sowas schon mal gesehen. Ach, meint ihr? Mhm.
Ruby weiß sehr viele Sachen. Oh ja, das tut sie. Vielleicht, sie macht Zahnfest. Aber sie ist nicht hier. Und was ist, wenn sie vor Einbruch der Nacht nicht zurück ist? Dann zerfalle ich in 1000 Stücke. Dann müssen wir sie eben finden, bevor das passiert. Das wird natürlich nicht passieren. Aber wir wissen doch nicht, wo der Matschepampepfuhl ist. Hey, Jumper ist guter Schnuffler. Vielleicht erfolgt Rubis Geruch. Ich kann's ja versuchen. Im Dreck rumzusitzen ist doch verrückt. Da zu stehen und nur zuzusehen ist genauso verrückt, Zera. Das stimmt. Ich sehe euch nicht mehr zu. Wir suchen den Matschepampepfuhl jetzt schon eine ganze Weile, aber ich glaube nicht, dass wir ihn finden werden. Na, vielleicht deshalb, weil Matschepampepfuhl geheim sind. Keine Sorge, Jumper wird uns schon dahin führen. Hä? Da lang. Bist du dir ganz sicher? Tria, da hingegangen? Das sagt mir meine Schnüffelnase. Dann gehen wir auch da rein. Das ist aber komischer Ort für Entspannung. Also ich könnte mich hier niemals entspannen. Nein, nein, nein. Ach, was soll's, ist halb so wild. Autsch, irgendwas Petrige beißt. Ach du Digga, Dino, ein Summstechling. Ich glaub nicht, dass der gut schmeckt, Chomper. Ja. Schön scharf. Sieht aus, als hättest du dem Stechling Angst eingejagt. Oh nein, er kommt wieder zurück. Und er hat alle seine Freunde mitgebracht. Weg! Das ist ja sowas von langweilig. Dabei könnte ich jetzt mit den anderen Spaß haben. Zum Stechlinge uns nicht erfolgt. Dann sind wir in Sicherheit. Habt ihr das Gerippe gesehen? Es hatte keine Zähne mehr. Keine Sorge, Chomper. Du hast ja noch deinen Zahn. Vielleicht kann Ruby dir helfen, ihn wieder festzumachen. Aber nicht, wenn wir sie nicht finden. Meine Schnüffelnase hat uns in die Höhle geführt. Oh nein, vielleicht fällt ja meine Nase als nächstes ab. Oh. Hey, warum habe ich da nicht schon früher dran gedacht? Klettern wir auf den Ausguckfelsen. Großvater hat gesagt, von da oben kann man das ganze große Tal sehen. Ja,
haben fast geschafft! Wir haben fast geschafft! Chomper, vielen, vielen Dank. Kein Problem. Chomper! Puh, das war knapp. Nichts passiert. Oh nein, mein Zahn! Nein, Chomper, nicht! Du willst doch nicht runterfallen, das würde ganz doll wehtun. Schaum geflogen, Petri. Wie mutig! Ich? Mutig? Ja, mutig und tapfer. Manchmal ich Angst vor mich. Seht mal, der Matschepampe fuhr gleich hinter dem dunklen Sumpf. Das leicht gefindet. Habt ihr euch endlich genug erholt? Komm schon, Zera. Halt doch einfach mal deinen großen Zeh rein. Na schön. Es ist warm. Deshalb ist es ja so angenehm. Ich hab nicht gesagt, dass es angenehm ist. Ich find's blöd. Hey! Was denn? Das soll entspannend sein? Da du schon mal drin bist, ist das nicht ein schönes Gefühl? Naja, jedenfalls besser als normaler Matsch. Hier sind ganz schön doll stinkerig. Ja, der Duft ist ziemlich gewöhnungsbedürftig. Jap, jap, jap. Ich nicht dran gewöhnen. Jetzt wäre es gar nicht so schlecht, wenn ich meine Nase verlieren würde. Der stinkert. Hey! Oh nein, Versinkungssand! Chomper, komm schnell raus oder der Sand wird dich nach unten ziehen. Ich versuch's ja. Los, Chomper, halt dich fest! Nimm beide Hände, Chomper! Nein, ich darf meinen Zahn nicht verlieren! Dann verliere ich doch meinen Zahn. Du bist viel wichtiger als der Zahn. Aber ich kann doch kein Schafzahn ohne meinen Schafzahn sein. Oh, ich daran nicht gedenkt. Chomper, lass deinen Zahn los und pack meinen Schwanz. Bitte. Hilfe. Chomper. Ich bin ja so froh, dass es dir gut geht. Ich auch. Und ich erst. Aha. Aber mir geht's nicht gut. Mein Zahn ist für immer weg. Wie kann ich ein Schafzahn ohne den Schafzahn sein?
Uns ist es egal, ob du einen scharfen Zahn oder keinen Zahn hast. Ja, genau. Du wirst immer unser Freund sein, Chomper, ganz egal wie. Und wenn Vater Dreihorn recht hat und ich auseinanderfalle? Der Matschepampe-Pfuhl ist hinter diesen Bäumen. Vielleicht fällt Ruby ja irgendwas ein. Aber Chomper möchte nicht auf seinen Zahn verzichten, selbst wenn er im Versenkungssand ist. Ich bei Chomper bleib. Ihr gehen und findet Ruby und die anderen. Danke, Petri. Wir sind gleich wieder mit Ruby zurück. Verzeihung bitte. Hast du einen schnellen Flitzer mit einem Stachelschwanz und zwei Dreihörnern gesehen? Oh, Hallihallöle. Was macht ihr denn hier, Leute? Zera? Bist du das? Zera, wir müssen Ruby finden. Es ist ganz wichtig. Na dann mir nach, Freunde. So, da wären wir. Ruby! Wir haben dich den ganzen Tag gesucht. Japp, japp, japp. Ah, ich war die ganze Zeit hier. Das heißt, ich bin immer hier. Denn wo ich bin, da ist auch hier. Chomper braucht deine Hilfe. Hä? Ganz in der Nähe. Komm mit. Folg uns einfach. Japp, japp, japp. Ihr solltet euch wirklich mal entspannen. Da ist er schon. Alles in Ordnung, Chomper? Nö, mein Zahn ist weg. Für immer. Was? Ihr habt unseren Entspannungstag gestört für einen Zahn? Einen Zahn? Da versuche ich einmal, mich zu entspannen und dann kommt ihr daher und stört mich. Na, na, wir sind erleichtert, dass Chomper nicht ernsthaft verletzt ist. Nicht verletzt? Ich falle auseinander. Habt ihr schon mal einen Schafzahn gesehen, dem ein Zahn fehlt? Hm? Oh ja. Hm? Ich habe das öfter gesehen, als ich sagen kann. Wirklich? Aber ja, Chomper, du wirst alle deine Zähne verlieren. Alle Zähne? Normale Schafzähne verlieren ganz normal ihre Zähne. Also wenn du deine Zähne verlierst, dann bist du ein ganz normaler Schafzahn. Ich bin ganz normal? Los, gib mir mal deine Klaue. Fühlst du das? Siehst du, das ist ein neuer Zahn. Ein neuer Zahn? Ja, ein neuer Zahn. Und dieser neue Zahn bleibt dann, bis du alt bist. Wirklich? Oh. Ich bin so glücklich, dass ich so wie alle bin. Die große helle Scheibe scheint heller tief in mir drin. Mir fehlt ein Zahn. Ja, ja, er ist weg für immer. Aber da wächst ein neuer heran. Das ist normal. Auch wenn es ungewohnt ist. Und jetzt weiß ich, da ist nichts Schlimmes dran. Ich bin so glücklich, dass ich so wie alle bin. Die große helle Scheibe scheint heller tief in mir drin. Ich könnte juchzen, weil ich froh und glücklich bin. Die große helle Scheibe scheint heller tief in mir drin. Kannst du meinen neuen Zahn schon sehen? Na, noch nicht. Aber ich möchte mir deine Zähne auch nicht von so nahem ansehen. Wie ist es jetzt? Na. Erst regen sie sich wegen der Matschepampe auf und dann wegen eines Zahns. Und jetzt stehen sie selber in der Matschepampe. Hey! Thank you.
was ich bin. Wenn ich raten würde, würde ich raten, ein Dino mit Bauchschmerzen. Und du bist ein Hüpfer, Spike. Das bist du. Japp, japp, japp. Mach du einen Schatten, Petri. Was ist denn mit Petri los? Ich glaube, er ist etwas, nervös. Du musst vor den Schatten, die wir machen, keine Angst haben, Petri. Mir nicht Angst vor Duckys Schatten. Mir Angst vor das da. Sowas habe ich ja noch nie gesehen. Oh nein, nein, nein. Das sieht wirklich merkwürdig aus. Was kann das sein? Mir nicht wissen, aber mir glauben, es hat Zera erwischt. Vor uns liegt ein wunderschöner neuer Tag. Vor uns liegt ein wunderschöner neuer Tag. Und die helle Scheibe leuchtet weit. Die helle Scheibe leuchtet weit. Kommt und spielt mit mir. Abenteuer erlebt man hier. Oh. Und immer finden nach Hause wir. In einem Land vor unserer Zeit. Vor unserer Zeit. Mal, dass ich diese Abkürzung genommen habe. Zera? Ich bin froh, dass du das bist und nicht, dass ich dachte, dass du es bist. Was steht ihr denn da wie angewurzelt? Hallo, kann mir mal jemand helfen, das Ding von meinem Horn abzumachen? Los, kommt, Freunde! Packt alle mit an! Ruby, hast du dir wehgetan? Du Ricarino, mein Stern! Ich sehe auch manchmal Sternen, wenn ich falle. Nein, mein Schlüpftagstern. Seht ihr? Das ist der da oben rechts. Er ist etwas Besonderes. Man sieht ihn nur in 3 Nächten in der kalten Zeit. Er ist nur 1 Fuß breit von der Nachtscheibe entfernt. Mein Schlüpftagstern. Schlüpftag? Was ist denn das? Das ist der Tag, an dem man aus dem Ei schlüpft. Meine Mama hat gesagt, derselbe Stern war an derselben Stelle, an demselben Tag, an dem ich aus dem Ei geschlüpft bin. Ach ja! Und als wir das geheimnisvolle Jenseits verlassen haben, war auch dein Schlüpftag. Alles Gute zum Schlüpftag, Ruby. Schön, dass wir diesen Tag noch zusammen verbringen können. Ja, finde ich auch. Ich liebe euch, sagt nicht aus, wie sehr ich euch liebe. Oh. Wir haben dich auch sehr lieb, Rubylein. Ich vermisse euch jetzt schon, obwohl ich noch gar nicht weg bin. Du musst lernen, wie Chompers Freunde im großen Tal zusammenhalten, meine Kleine. Ja, Ruby. Dieses Wissen kann uns eines Tages retten vor... Rotklaue! Schnell, beeilt euch, Kinder. Schnell, Ruby. Komm, Ruby, da lang. Da rein!
Kubi! Das ist der Saurierfelsen. In der Richtung liegt das große Tal. Los, komm! Auf Wiedersehen. Das war der letzte Tag, an dem ich meine Familie gesehen habe. Entschuldigt, Freunde. Schlüpftage mit meiner Familie waren immer so fröhlich. Wenn ich daran denke, werde ich ganz traurig. Ich wollte dich wirklich nicht traurig machen, Ruby. Los, komm, spielen wir noch ein paar Schattenspiele. Danke, Chomper. Aber mir ist jetzt nicht mehr nach Spielen zumute. Ich nicht das verstehe. Ruby sind nicht allein, sie doch mit uns. Aber wir sind nicht ihre Familie. Das ist nicht dasselbe. Sie vermisst sie wohl ziemlich sehr. Oh ja, ja, ja. Ich werde sie schon wieder aufmuntern. Jetzt mach doch nicht alles noch schlimmer. Ein Schlüpftag, Rubilein. Und es ist wichtig, dass du sauber bist für deinen Festtag, weißt du? Ach, meine Kleine, ein Schlüpftag ist immer ein ganz besonderer Tag. Warum werde ich bloß immer so traurig, wenn ich an meinen Schlüpftag denke? Ich wollte Ruby doch gar nicht traurig machen. Ich wollte nur, dass sie fröhlich ist. Hey, das bringt mich auf eine Idee. Machen wir doch eine kleine Geschenkefeier für Ruby. Das ist eine steinstarke Idee. Oh ja, oh ja. Und wir können sie damit überraschen. Wir lieben Überraschungen. Moment mal, Freunde. Augenblick. Was ist denn eine Geschenkefeier? Eine Geschenkefeier ist, wenn man jemandem sein Lieblingsessen gibt. Ist doch klar. Auf einer Geschenkefeier feiert man die drei schönsten Dinge. Freundschaft, Schenken und Teilen natürlich auch. Also, was ist Ruby am liebsten? Das weiß ich. Die süßen Blasen. Oh, ja, ja, ja. Süße Blasen mag sie am liebsten, das weiß ich auch. Wir sammeln sie gleich morgen früh, wenn die große helle Scheibe aufgeht. Ja, wir bereiten Ruby den schönsten Schlüpftag aller Zeiten. Ruby uns entdeckt, dann ist die Überraschung kaputt. Ruby ist mit Waschen beschäftigt. Das ist ein guter Zeitpunkt. Wo wollen wir denn hier süße Blasen finden, Freunde? Immerhin wachsen die nicht auf Bäumen. Nein, Cera, aber sie wachsen versteckt an Büschen in wucherndem Gras. In wucherndem Gras? Nein. Es spielt keine Rolle, wo sie wachsen, wenn sie Ruby nur wieder fröhlich machen. Und dafür würden wir überall hingehen, richtig? Richtig. Richtig. Und los! Familienglück, dann merk ich, wie die Zeit vergeht. So
vom Wind verweht. Und dann wird mir schnell klar, ich denk gern dran, wie's früher war. Ob fröhlich oder traurig, ich denk oft an die Zeit zurück. Ganz dicht an geheimnisvolles Jenseits. Keine Angst, Petri, uns passiert schon nichts. Oh. Erdschütteln! Oh. Oh. Autsch, das hat wehgetan. Hier raus und zwar schnell! Hey Freunde, ich habe eine Idee! Petri, flieg mit der Liane hoch! Wir binden sie am Baum fest! Mir ganz schwindig. Gabi, Jumba, ihr zuerst! Jetzt du, Zera! Beeil dich! Riecht ihr das auch, Freunde? Süße Blasen! Ich krieg sie nicht ab. Alle zusammen, das wäre doch gelacht. Gut, jeder schnappt sich ein Ende. Das war kein Felsen. Oh nein, nein, nein. Ein Felsen? Was macht ihr Kinder eigentlich hier? Wir wollen süße Blasen sammeln. Ach was, aber diese gehören mir. Such gefälligst irgendwo anders. Ohne die süßen Blasen werden wir auf gar keinen Fall wieder von hier weggehen. Ist das klar? Igitt! Das war echt gemein. Was wir tun jetzt? Ich bin ein Schafzahn. Ich kann ihm Angst einjagen. Er nicht sehr viel Angst. Und wenn wir ihm sagen, wozu wir die süßen Blasen brauchen? Er wird vor lauter Fresserei gar nicht zuhören. Wir können es doch mal versuchen. Entschuldigung,
Wir brauchen die süßen Blasen für den Schlüpftag unserer Freundin. Die isst sie am liebsten. Schlüpftag? Sagtest du gerade Schlüpftag? Schon als Schlüpfling habe ich meinen Schlüpftag am liebsten gefeiert. Nehmt so viele ihr wollt. Es hat geklappt. Ja. Es geht doch nichts über den Schlüpftag, wenn man sich Dino wohlfühlen will. Alles Gute zum Schlüpftag, Ruby. Zwar nicht mit meiner Familie zusammen sein, aber dafür mit meinen Freunden. Und wenn ich nicht allein bin, dann muss ich mich auch nicht allein fühlen. Aber zuerst muss ich mal meine Freunde finden. Was für ein schöner Geschenkeplatz. Ach, sollte nicht vielleicht jemand, der sich ein bisschen besser mit Geschenkefeiern auskennt, die Anweisungen geben? Trumpa? Oh? Das ist Ruby. Oh nein, nein, nein. Ducky, Jumper, wir halten sie auf. Zera, du bereitest den Rest vor. Alles klar. Hallo, meine Freunde. Meine Freunde, hallo. Hallo, Ruby. Stimmt irgendwas nicht? Nein, wir wollten nur... Wir haben gerade einen langen Spaziergang hinter uns. Wir sind fix und fertig. Das sind wir. Oh ja. Oh, also ich habe gehofft, wir könnten zusammen sein und ein bisschen spielen. Wir machen erst mal ein Nickerchen. Vielleicht spielen wir später. Oh, na schön. Dann gehe ich eben zu meinem Nachdenkeplatz und sehe mir meinen Schlüpftagstern an. Ich denke, ein einsamer Schlüpftag ist besser als gar kein Schlüpftag. Denn wenn ich keinen Schlüpftag hätte, dann wäre ich nicht aus dem Ei geschlüpft. Und wenn man nicht geschlüpft ist, dann ist man noch einsamer als an einem einsamen Schlüpftag. Oh nein! Erdschütteln! Hilfe! Oh nein! Ruby schreit um Hilfe! Sie ist an ihrem Nachdenkeplatz. Los, mir nach! Hilfe! Dieser Schlüpftag darf nicht mein letzter Tag sein! Dass ich da drin war. Wir haben deine Schreie gehört und Chompa wusste genau, wo du bist.
Was könnte man sich sonst noch wünschen, als so tolle Freunde wie ihr es seid? Naja. Du könntest dir eine Schlüpftag-Überraschung wünschen. Eine Schlüpftag-Überraschung? Was für eine Überraschung! Oh nein, unsere schönen Geschenke. Die süßen Blasen. Durch das Erdschütteln müssen Steine runtergerollt sein. Mhm. Wir hatten eine kleine Schlüpftag-Überraschung für dich vorbereitet. Ja, dein Lieblingsessen, süße Blasen. Hier, die waren für dich, Ruby. Tut mir leid, dass dein Schlüpftag nicht ganz so fröhlich ist. Aber er ist doch ganz fröhlich. Ach ja? Na klar. Was ihr getan habt, hättet ihr nicht tun müssen. Aber ihr habt es getan. Ich bin sehr glücklich und ich bin sehr gerne hier. Die große helle Scheibe scheint und strahlt tief in mir. Heute ist mein Tag, heute ist mein großer Schlüpftag. Ich war allein, was ich nicht mag. Doch deine Freunde wollen heute gern bei dir sein. Das ist herrlich und ganz fantastisch. Ich bin sehr glücklich und ich bin sehr gerne hier. Die große helle Scheibe scheint und strahlt in mir. Ich bin sehr glücklich und ich bin sehr gerne hier. Die große helle Scheibe scheint und strahlt tief in mir. Ich bin glücklich. Ja, das ist er. Mein Schlüpftagstern. Wisst ihr, ich bin zwar nicht bei meiner Familie, aber ich fühle mich bei euch wie zu Hause. Stein her? Aus der Schlucht der Glitzersteine? Nein, den habe ich hier gefunden. Der ist hübsch, nicht wahr? Wow. Was ist denn los, Tricia? Sie hat Hunger. Wir haben einen großen Baumsternbaum entdeckt, aber die Baumsterne hängen zu hoch, um da ranzukommen. Ich hol dir ein kleines Appetithäppchen. Heute ist alles zu hoch für mich. Nein! Autsch! Vor uns liegt ein wunderschöner neuer Tag. Und die helle Scheibe leuchtet weit. Kommt und spielt mit mir. Abenteuer erlebt man hier. Oh. Und immer finden nach Hause wir. In einem Land vor unserer Zeit. Vor unserer Zeit. Was hast
du mit meinem hübschen Stein gemacht? Ach, das ist alles, was dich interessiert, dein hübscher Stein? Aber dass ich mir blaue Flecken geholt habe, als ich versucht habe, ihn zu retten, ist dir egal, na toll. Zera! Also schön, versteckt euch, Freunde. Ein Baumstern, zwei Baumsterne, drei Baumsterne, vier Baumsterne. Wieder unser Versteck auf. Gefunden. Hab ich doch. Ich hab dich da gesehen und jetzt bist du hier. Also muss ich dich auch gefunden haben. Ruby hat recht. Sie dich gefindet. Du bist dran, Zera. Japp, japp, japp. Wie kann ich dran sein, wenn ich euer Spiel gar nicht mitgespielt hab? Zera, ist alles in Ordnung? Nein. Ich hab Tria angemotzt, weil sie sich um ihren hübschen Stein mehr Sorgen gemacht hat als um mich. Warum hast du das gemacht? Ich hab's ja nicht so gemeint, aber ich war irgendwie sauer. Und warum warst du sauer? Naja, durch einen kleinen Unfall ist ihr Lieblingsstein in das schnelle Wasser gefallen. Wenn das nur ein Versehen war, dann kannst du einfach sagen, ups, ebs, und dich bei ihr entschuldigen. Was soll ich sagen? Du sagst nur, ups, ieps, ups, ieps, das war ein Versehen. Ups, ieps, ups, ups, ieps. Ups, ieps, ups, ieps, das war ein... Ups, ieps, ups, ups, ieps. Ich war ganz allein und verlor Trias Stein. Ups, ieps, ups, ieps. Ich hab laut geschrien, das war gar nicht schön. Ups, ieps, ups, ieps. Er sollte nicht ins Wasser knallen. Nein, nein. Sie war traurig, das hat ihr nicht gefallen. Ups, ieps, ups, ieps, das war ein Versehen. Ups, ieps, ups, ups, ieps. Es hat laut gekracht, du hast Mist gemacht und du kannst die Zeit nicht zurückdrehen. Dann sag, ups, ieps, ups, ieps, das war ein Versehen. Ups, ieps, ups, ups, ieps. Das war ein Versehen. Ups, ups, ieps. Ja, ja, ja. Jetzt sagst du einfach ups, ieps zu Tria und dass dir die Sache mit dem verlorenen Stein leid tut. Das ist ja schön und gut, Ducky, aber... Aber das reicht nicht aus. Ich muss noch mehr machen. Hey, wie wär's, wenn wir Tria alle Baumsterne bringen, die wir aufgehebt haben? Bevor wir bei ihrer Schlafstelle sind, hat Spike sie längst aufgegessen. Ich weiß was. Wir könnten ihr ein paar Fusselkrabbler oder ein paar Bummflieger bringen. Die hast du alle aufgefuttert. Ich weiß was. Wir können doch zur Schlucht der Glitzersteine gehen und Tria einen neuen Stein bringen. Ja! Petri, was ist denn los? Ich... Nicht sicher, ob ich hingehen will. Wieso denn nicht? Schlucht der Glitzersteine in die Nähe von Rauchenden Berg. Ja, und?
Ich nicht mag rauchender Berg. Das ist böser Ort, viel zu rauchig. Also das verstehe ich nicht. Was ist denn am rauchenden Berg so schlimm? Das sind großer schwarzer Rauch, der macht die Himmel dunkel und spuckelig. Manchmal sind es da ganz schüttelig. Wie Zera, wenn sie stinksauer. Hm? Petri, wir machen nur einen kleinen Spaziergang am rauchenden Berg vorbei. Das wird dir Spaß machen. Das ist steinstark. Auch wenn es da manchmal bebt wie Zera, wenn sie sauer ist, muss es nicht so gruselig wie Zera sein. Nein, nein, nein. Hm? Das war nicht so gemein. Hast du denn den rauchenden Berg überhaupt schon mal gesehen? Was denkst du denn? Von ganz weit weg. Ich wette, von nahem ist er nur halb so schlimm. Du kannst drüber wegfliegen und ihn dir ansehen. Was? Der Rauch vielleicht so dick, dass ich mir verfliege oder an irgendwas ranfliege? Ja, das wäre blöd. Also schön, dann ich bleib lieber zu Hause. Petri, hör mal, niemand will, dass du etwas tust, wovor du Angst hast. Alles klar, danke. Moment, Sie denken, ich ängstlich? Oh. Ah. Hey, wartet auf mir! Rauchende Berg. Wow, der rauchende Berg ist ja tatsächlich ein Berg, der raucht. Manche nennen ihn auch den Krachberg, weil er manchmal Krach macht. Er macht Krach? Im Moment jedenfalls nicht. Die Schlucht der Glitzersteine ist gleich hinter dem Berg. Der rauchende Berg ist wunderschön. Ja, wirklich. Finde ich auch. Er sieht gar nicht so schlimm aus. Nicht wahr, Petri? Nein. Und die Schlucht der Glitzersteine ist gleich da drüben. Wir laufen einfach über den Rand und 1, 2, 3, fix sind wir da. Siehst du, Petri, hier gibt's nichts, wovor du Angst haben musst. Petri, nicht ängstlich, klar? Petri, keine Angst vor rauchenden Berg. Ehrlich gesagt, ich könnte auch über rauchenden Berg fliegen, wenn ich will. Huh? Petri, tu's nicht. Das musst du wirklich nicht machen. Doch, ich das machen. Alle Augen aufgesperrt. Er macht es tatsächlich. Ich es gemacht. Ich fliege über rauchenden Berg. Oh nein! Ich nicht hätte tun sollen. Jetzt der Berg sauer auf mir. Petri, flieg! Ich fliege!
ja schon! Ich flieg ja schon! Es ist vorbei. Wir haben es geschafft. Da haben wir aber Glück gehabt. Glück? Das war Unglück. Ich beinahe von Feuersteinen getroffen. Und die ganze laute Krachbumm nur meine Schuld. Wie kommst du denn auf die Idee? Rauchende Berg mag nicht Flieger. Ich ihn sauer gemacht. Das ganz schlimmes Ort. Das ist doch verrückt. Petri, dein Flug hat den Berg nicht sauer gemacht. Woher du wissen? Ich fliegen drüber, ihr macht Bumm. Ich hör auf mit Fliegen, ihr macht nicht mehr Bumm. Na ja, da ist was dran. Dann flieg einfach nicht mehr rüber und es wird nicht mehr passieren. Keine Sorge, mir nicht mehr fliegt da drüber. Mir hier kein bisschen mehr fliegt, Freunde. Hey, ich denke, wir sollten uns lieber beeilen, bevor es dunkel wird. Jetzt verstehe ich auch, warum der Ort Schlucht der Glitzersteine heißt. Seht euch das mal an! Oder den hier! Und hier ist ein ganzer Haufen! Ach, sind das viele. Ich weiß nicht, welchen ich nehmen soll. Steine liegen hier rum. Das macht Riesenspaß. Los, sag's, Ducky. Jap, jap, jap. Gute Freunde laufen um die Wette mit dem Wind. Gute Freunde, schön, dass wir zusammen sind. Ich hab einen Glitzerstein. Hier, der. Das ist der richtige. Der ist sogar noch hübscher als der, den ich verloren habe. Der ist ja noch schöner als schön. Ja, das ist er. Ja, ja, ja. Ich muss ihn nur irgendwie abkriegen. Wollen mal sehen. Oh, schnell, haltet ihn fest. Ich hab ihn. Oh, oh, ich hab ihn doch nicht. Das ist nicht gut. Nein, das alles meine Schuld. Rauchberg immer noch sauer auf mir. Stinke, stinke sauer. Wir müssen aus der Schlucht raus, bevor die fliegenden Feuersteine den Berg runterrollen und uns den Weg versperren. Was machst du da? Ich bin hergekommen, um einen Glitzerstein mitzunehmen und das mache ich auch. Schnell zurück in die Schlucht! Beeilt euch! Oh.
Legt den Zahn zu, ihr Lahmdinos! Wenn wir da oben raufkommen, sind wir sicher. Schnell, mir nach, Freunde! Worauf wartet ihr noch? Sieh nicht so, Spike! Oh je! Oh nein! Schnell rauf! Beeilt euch! Nicht stehen bleiben! Hab dir, Ducky! Oder auch nicht. Zieh dich hoch, Spike! Oh nein, nie wieder Glitzersteine. Nein, nein, nein. Petri, du musst Hilfe holen. Ich flieg hier nicht. Nein, dann wird Berg noch mehr böse. Wie böse kann er denn schon noch werden? Petri, du hast den Berg nicht sauer gemacht. Selbst wenn's so wäre, müsstest du jetzt fliegen. Du bist unsere einzige Rettung. Na schön, also gut, mir fliegt. Petri, ich weiß, du schaffst es. Ich nicht so sicher wie Ruby. Mir macht nicht Berg sauer, mir macht nicht Berg sauer, hoffentlich. Er nicht sauer? Rauchende Berg ist doch nur ganz normale Berg. Keine Angst, Freunde, ich beeilen. Er kriegt das hin. Japp, japp, japp. Tja, jetzt müssen wir nur noch warten. Ich kann's kaum abwarten, bis wir zu Ende gewartet haben. Wartet's nur ab. Hey, pass doch auf, wo du hinstapfst. Es ist ja so still. Ich hoffe, den Kindern ist nichts passiert. Mami! Petri! Autsch! Was ist passiert, Petri? Meine Freunde brauchen Hilfe! Liegt es etwa an mir? Oder ist es plötzlich heißer geworden? Es ist irre heiß. Ich sag's nur ungern. Aber ich hab Hunger. Ich wünschte, du würdest mich nicht so ansehen, wenn du das sagst. Ja, das tue ich. Japp, japp, japp. Freunde, wir kommen! Petri, du bist der Größte! Ja! 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 Großmutter! Großvater! Wir helfen euch, Littlefoot. Na, dann kommt an Bord, Kinder. Ich bring euch auf die andere Seite. Und ihr kommt mit mir. Hey, das kitzelt. Immer schön langsam, ein Schritt nach dem anderen. Tria! Rate mal, was ich für dich habe. Wir sind extra hierher gekommen, um für dich einen Glitzerstein zu suchen und... Sarah, pass auf! Tut mir sehr leid, Tria. Ich meine alles. Ich bin froh, dass dir nichts passiert ist. Du bist mir viel wichtiger als alle Glitzersteine zusammen.
Na dann, Abmarsch nach Hause alle miteinander. Sieht aus, als müssten wir einen Umweg über den Berg gehen. Wir nicht. Wir Fliegers. Und Rauchberg sind nur ein Berg. Wer als letzter zu Hause sind, kleiner Nestling. Diese Baumleckereien sehen köstlich aus. Ich kann es kaum abwarten, bis sie runterfallen. Du musst keinen Augenblick länger warten, Tria. Ich kümmere mich schon darum. Für dich, mein Schatz. Oh. Danke, Tapsilein. Ach, Erwachsene. Siehst du, Zera? Drei Hörner können alles erreichen, was sie wollen. Und sie machen es immer am besten. Vor uns liegt ein wunderschöner neuer Tag. Vor uns liegt ein wunderschöner neuer Tag. Und die helle Scheibe leuchtet weit. Die helle Scheibe leuchtet weit. Kommt und spielt mit mir. Abenteuer erlebt man hier. Oh. Und immer finden nach Hause wir. In einem Land vor unserer Zeit. Vor unserer Zeit. Dass ich da rankomme, aber ich muss es versuchen. Ich muss. Das ist viel zu hoch. Nicht unterkriegen. Ich schaff das schon. Halt, Baumstamm! Halt, halt, halt! Ich falle gar nicht runter. Ich laufe. Los, Baumstamm. Los, los, los! Papsi? Glaubst du wirklich, dass Dreihörner alles machen können, was sie wollen? Ja, selbstverständlich, Zera. Na, 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 Tapsi. Na ja, wenigstens einer glaubt mir hier. Ich wünschte, es wäre wahr. Aber es ist wahr, Zera. Du bist ein Dreihorn, sei drauf stolz. Wir sind aus besonderem Holz. Alles, was wir machen wollen, bringen wir sofort ins Rollen. Ganz egal was, alles macht dir Spaß. Du kannst dies oder das. Alle Sachen gehen, du wirst schon sehen. Bäume trete ich mit dem Bein. Ich zerschlage jeden Stein. Ich hab einen starken Willen. Und ich kann laut brüllen. Ganz egal was. Komm, wir haben Spaß. Du kannst dies oder das. Alles läuft wie es soll. Wir sind wundervoll. Drei Hörner sind toll.
Und was sagst du jetzt, Zera? Ja, du hast recht. Drei Hörner schaffen alles, was sie wollen. Seht mal hier, Freunde, ich habe einen neuen Trick. Ich nenne es Baumstammlaufen. Wenn ihr genau aufpasst, dann könnt ihr das auch. Zuerst müsst ihr raufklettern. Das ist ganz schön schwierig. Dann steht ihr auf. Das ist noch viel, viel schwieriger. Und nicht runterfallen. Das ist das Schwierigste vom Ganzen. Und jetzt fangt ihr an zu laufen. Immer schneller und schneller. Je schneller, desto besser. Jetzt bin ich so schnell wie der Wind. Das macht Spaß. Japp, japp, japp. Oh ja, das müssen wir auch versuchen. Baumstammlaufen wird euch Spaß machen. Japp, japp, japp. Und man kann es ganz leicht lernen. Ich zeig euch gern, wie es geht. Oh ja! Hey, ich versuch's jetzt mal, Ducky. Ist nicht so schlimm, wenn ich nass werde. Macht Platz, ich will's auch versuchen. Los, komm ins Wasser, Petri. Petri, nicht ganz sicher. Littlefoot erst versucht. Oh nein, nicht ich, Petri. Hm? Vierbeiner wie wir können die Beine beim Laufen nicht so dicht zusammensetzen. Aber wir sehen uns das gerne an. Alles klar, auf ihn mit Gebrüll. Das hat Spaß gemacht, zumindest zu Anfang. Das sieht gar nicht so schwer aus. Seht ihr? Es ist Kinderlach. Los, komm, Petri. Du bist dran. Petri, nicht sicher mit die Sache. Ich nicht guter Renner wie Chomper. Ich fliege. Naja, wenn du merkst, dass du fällst, kannst du ja einfach von dem Baumstamm wegfliegen, Petri. Ach ja. Mir kann fliegen. Also schön, mir versucht mal. Mir gibt auf. Es ist gar nicht so leicht, wie es aussieht. Wir müssen einfach nur so lange üben, bis wir nicht mehr üben müssen. Ja, bis wir es genauso gut können wie Ducky. Oder sogar noch besser. Chomper, du bist im Baumstammlaufen niemals besser als ich. Oh nein, nein, nein. Übt doch alle einfach noch ein bisschen. Wenn ihr soweit seid, dann machen wir ein Spiel und sehen, wer der beste Baumstammläufer ist. Dieses Spiel wird Spaß machen. Vor allen Dingen, wenn ich gewinne. Man soll die Schlüpflinge nicht zählen, bevor sie geschlüpft sind. Ganz genau, weil mir gewinnen wird, ganz klar. Oh nein, nein, nein. Ich werde gewinnen, wenn ich mal wieder auf meinen Baumstamm rauf könnte. Hallo, Leute. Was ist das für ein Spiel? Das große Baumstammrennen. Chomper, Ruby, Petri und Ducky wollen sehen, wer am längsten auf dem Baumstamm laufen kann. Hey, ihr macht das toll. Das ist ein Spiel für Zweibeiner, nicht für Vierbeiner wie uns. Dieses Baumstammrennen sieht eigentlich gar nicht so schwer aus. Hä? Drei Hörner können alles besser als alle anderen, egal ob Zweibeiner oder Vierbeiner. Das steht felsenfest. Ich zeig's euch. Geht beiseite, Zweibeiner. Ich werde euch mal zeigen, wie ein wahrer Meister das macht. Oh!
Küche. Oh je. Sarah, was ist passiert? Oh, gar nichts. Danke für deine Hilfe, Spike. Wir sehen uns nachher an der Wasserstelle. Na schön, dann erzähl mal. Warum humpelst du, Sarah? Ich bin auf einem Baumstamm ausgerutscht, halb so wild. Oh, das sieht nicht gut aus. Dein Knöchel ist ja ganz geschwollen. Hier, das wird die Schmerzen lindern. Tricia, du holst ein bisschen Modderpampe für Zeras Knöchel. Ach, das ist doch nicht nötig. Ich muss wieder zurück und Baumstammlaufen üben. Das glaube ich aber nicht. Auch wenn es dir jetzt besser geht, musst du deinen Knöchel eine Weile schonen, Zera. Igitt, ich hab doch gesagt, ich will keine Modderpampe. Das macht Riesenspaß. Oh ja, und wie? Mir möchte auch viel Spaß haben. Jetzt Beeilung und einer runterfällt. Wir brauchen noch einen Baumstamm, Petri. Los, komm schon, Spikey. Was meinst du, Spike? Kannst du einen umhauen? Wow, das hast du toll gemacht. Super, und jetzt schnell zurück. Der ist für dich, Petri. Danke, Freunde. Du und Spike, ihr müsst das unbedingt auch mal probieren, Littlefoot. Das wird euch gefallen. Oh nein, das kannst du knicken. Du hast ja gesehen, was mit Sarah passiert ist. Ja? So, alles wieder gut. Danke für deine Hilfe. Bist du sicher, dass alles wieder in Ordnung ist? Absolut. Jetzt muss ich das Baumstammrennen gewinnen. Das schaffe ich doch mit links. Wenn es so leicht ist, warum hast du dir dann wehgetan? Sowas kann schon mal passieren, aber ich krieg das hin, denn ich bin ein Dreihorn. Und genau das macht mir Sorgen. Was macht dir Sorgen, hä? Gar nichts, Tapsi. Zera hat sich vorhin nur ihren Knöchel an der Wasserstelle verstaucht. Aber jetzt ist wohl alles wieder gut. Ja, sieht ganz so aus. Ein verstauchter Knöchel kann doch ein Dreihornmädchen nicht umhauen. Papa hat recht, Tria. Ich fühle mich super. Ich muss zum Wasser zurück und mit dem Baumstamm üben. Ich will doch das Spiel gewinnen. Baumstamm? Spiel? Was soll denn das heißen? Meine Freunde machen einen Baumstammlaufwettkampf und ich möchte ihn gewinnen. Was genau ist denn Baumstammlaufen? Naja, man wirft einen Baumstamm ins Wasser, klettert drauf und läuft. Und dadurch dreht sich der Baumstamm unter dir. Es ist ganz leicht. Warum solltest du so etwas Verrücktes machen? Um zu beweisen, dass Dreihörner alles können, was sie sich vorgenommen haben. Und dass sie in allem die Besten sind. Das hast du mir doch gesagt, Papsi. Natürlich können Dreihörner alles, was sie sich in den Kopf gesetzt haben. Allerdings setzen sie sich nicht in den Kopf, auf Baumstämmen herumzulaufen. Aber Papsi, davon hast du nichts gesagt. Du hast gesagt, Dreihörner können alles. Schon vergessen? Ja, aber das nicht. Schlag dir dieses verrückte Spiel aus dem Kopf, Zera. Manche Dinge gehen eben einfach nicht. Das ist so gemein. Ich hab Papa geglaubt. Muss
das denn sein? Ich sehe, dass ich Papa egal bin. Und das tut ganz schön weh, sehr weh. Ich will lauthals schreien, Felsen zerschlagen, wütend sein. Ihr steht mir im Weg, ich bin sauer. Irgendwie fehlt mir der Sinn. Nichts haut hin, doch ganz egal, wie laut ich schrei und brüll. Es hilft mir nicht, denn ich fühl mich immer noch so mies. Das ist nicht gerecht, ich fühl mich schlecht. Und was jetzt? Jetzt gibt es nur eins für mich. Ich muss allen beweisen, dass ich dieses Baumstammrennen gewinnen kann. So, ich denke, ihr seid soweit. Wir starten den großen Wettbewerb im Baumstammlaufen. Auf die Plätze. Fertig. Und los! Ich habe fertig. Ducky, Ruby und Chomper machen das super gut. Das könnte eine Weile dauern. Halt! Augenblick! Sofort aufhören! Wow! Ich bin die Einzige, die noch oben ist. Habe ich etwa gewonnen? Ja, Ducky, du hast... Immer langsam mit den jungen Dinos. Ihr habt ohne mich angefangen. Das ist gemein. Das zählt nicht, weil ich auch mitmachen will. Was ist denn mit deinem Knöchelzehrer? Du solltest nicht... Mir geht es bestens. Wo ist mein Baumstamm? Kein Problem, ich hol mir einen. Ducky nicht gewinnt? Naja, irgendwie schon. Und wiederum nicht. Das ist nicht so schlimm. Das ist nur ein Spiel. Nur ein Spiel, den werde ich zeigen. Drei Hörner können alles, was sie sich in den Kopf gesetzt haben. Warum bleibe ich nicht auf diesen blöden Baumstamm drauf? Wow! Pass auf, Zera! Du kommst zu dicht an das schnelle Wasser ran! Ich krieg das schon hin! Immerhin bin ich ein Dreihorn! Oh oh! Wir müssen sie aufhalten, sonst gerät sie in das fallende Wasser! Ruby, Chomper, Ducky, versucht mit euren Baumstämmen Zera einzuholen. Juhu, alles klar. Kehrtwende und ab geht die wilde Fahrt. Passt auf, nicht, dass wir euch auch noch retten müssen. Die Baumstammläufer, Rettungstruppe, eilt zur Hilfe. Littlefoot, mir helft auch. Na schön, Petri. Du passt von oben auf Zera auf. Tria, hast du Zera gesehen? Nein, Schatz. Tja, dann werde ich mal nach ihr suchen. Wenn sie zur Wasserstelle gegangen ist, um dieses verrückte Spiel zu spielen, obwohl ich es ihr verboten habe, dann werde ich... Ich weiß, Tapsi, ich weiß. Dann wirst du ziemlich sauer. Aber denk dran, Schatz, du warst auch einmal jung. Was, ich? Ruby, Chomper, Ducky! Könnt ihr euch nicht beeilen? Wir versuchen's, aber es geht nicht schneller. Ja! Vielleicht kannst du versuchen, ein bisschen langsamer zu sein. Na toll, als ob ich das nicht schon versucht hätte. Halt, Zera! Hilfe! 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 Da
Das war doch Zera. Sie treibt auf das fallende Wasser zu. Ich werde sie retten. Der Felsen müsste das schnelle Wasser blockieren und Zera davor schützen, runterzufallen. Aber Herr Dreihorn, der Felsen ist riesig. Nichts und niemand kann den bewegen. Was ein Dreihorn sich in den Kopf gesetzt hat, das schafft es auch. Ich werd's dir zeigen. Also schön, Jungs. Versuchen wir es alle drei zusammen. Schneller, Zera, gleich hier! Sekunde. Danke, Freunde. Tut mir leid, dass ich nicht auf dich gehört habe. Wie konntest du nur? Ich bin ja so froh, dass dir nichts passiert ist. Wir haben unser Spiel noch nicht beendet, Zera. Willst du noch mitspielen? Oh nein, lieber nicht. Zera hat ihre Lektion gelernt. Lektion? Ha, von wegen, ich muss gar nichts mehr beweisen, denn immerhin bin ich die ganze Zeit im schnellen Wasser auf meinem Baumstamm geblieben. Das kann ja nun wirklich nicht jeder. Doch mal da vorn. Das soll die Abkürzung sein? Ich weiß, was eine Abkürzung ist, wenn ich sie sehe. Zera? Ich bin nicht sicher, ob das wirklich eine Abkürzung ist. Starke Abkürzung. Naja, ich hatte recht. Hey, sieh doch mal. Ich glaube, diese Herde kenne ich. Ja, ich auch. Das ist Ellie. Ellie ist wieder zurück. Wir müssen zu ihr hin. Ich wünschte, wir hätten eine Abkürzung. Von
Vor uns liegt ein wunderschöner neuer Tag. Vor uns liegt ein wunderschöner neuer Tag. Und die helle Scheibe leuchtet weit. Die helle Scheibe leuchtet weit. Kommt und spielt mit mir. Abenteuer lebt man hier. Und immer finden nach Hause wir. In einem Land vor unserer Zeit. Vor unserer Zeit. Littlefoot! Sarah! Super, dass du wieder zurück bist. Hey, ich hab dich so vermisst. Ich hab dich auch vermisst, Ellie. Wir haben uns lange nicht gesehen. Oh ja. Und, wie geht's dir? Hast du viel erlebt? Wollen wir Fangen spielen oder Wasserspritzen an einer Wasserstelle? Oder vielleicht Verstecken? Egal, was du willst, wir spielen es. Stimmt's, Littlefoot? Ja, genau. Los, komm! Ellie! Was ist denn, Ellie? Komm schon! Hey, Ellie! Eigentlich habe ich einen neuen Freund, mit dem ich spiele. Das geht klar. Der kann auch mitkommen. Ich glaube nicht, dass Red das will. Er will nicht mit uns spielen? Wer ist dieser Red überhaupt? Ich bin Red. Na und? Ich bin Zera und das ist Littlefoot. Wir sind Ellies alte Freunde. Sag's ihnen. Red ist ein mutiger Dino. Aber er spielt nicht mit Kindern, die er nicht kennt. Das klingt aber nicht sehr mutig. Oh. Ach, was du nicht sagst, Lilliput. Mein Name ist Littlefoot. Na und? Ich bin Red, der tapfere Retter, der Held der Herde, der Schafzahn-Angsteinjager. Der Held der Herde? Der Schafzahn-Angsteinjager? Die Schafzähne, die wir gesehen haben, haben nicht mal Angst vor Feuersteinen, Erdrütteln oder rauchenden Bergen. Geschweige denn vor kleinen Langhälsen. Aber vor mir schon. Erzähl ihnen alles von deinen Abenteuern, Red. Während ihr an Muttis Schwanzzipfel hängt und im großen Tal in Sicherheit seid, bin ich im geheimnisvollen Jenseits und beschütze meine Herde. Bleibt zurück! Red der Retter macht das schon! Wir hatten Angst vor diesen fliegenden Steinen. Ein anderes Mal war die Herde auf der Flucht. Bringt euch in Sicherheit! Ich lasse nicht zu, dass sie euch etwas tun! Das war echt knapp. Wer es glaubt, wird selig. Wenn's doch stimmt. Ich hab auch mal mit meinem Schwanz einen steilen Steinhang gebaut, über den die Schafzähne nicht rüberklettern konnten. Heute gibt's kein Fressen für euch. Jetzt seid ihr in Sicherheit. Wir können weitergehen. Tja. Sowas habt ihr bestimmt noch nicht gehört. Ich glaube, wir haben genug gehört. Das waren doch nur Geschichten. Warst du denn dabei, als diese Dinge passiert sind, Ellie? Nein. Das war, bevor unsere Herden sich vereinigten. Und du glaubst wirklich, dass er einen Steinhang mit seinem Schwanz gebaut hat? Während er von Schafzähnen angegriffen wurde? Oh... Also, der Steinhang war eigentlich schon fast fertig, aber den Rest habe ich allein gebaut. Seht ihr? Er hat ihn fertig gebaut. Ein Steinhang?
Das ist ziemlich schwer zu glauben. Ihr seid doch nur neidisch, weil ihr keine Steine mit eurem Schwanz rollen könnt. Los, komm, Zera. Ich glaube, wir sind nicht mutig genug, um mit Ellie zu spielen. Wollen wir Rettung spielen? Von mir aus. Ich fasse es einfach nicht, dass Ellie ihm diese frechen Lügengeschichten abkauft. Wir waren ihre Freunde. Das ist nicht fein. Er kann nicht ihr Freund sein. Wie gemein. Alles ist nur frei erfunden. Und ich glaub ihm kein Wort. Er will mutig sein. Jagd schafft sie in Angst ein. Kann nicht sein. Er fällt vor Furcht in den Modderdreck. Seinen Schwanz, den klemmt er ein und rennt weg. Was er erzählt, das stimmt doch alles nicht, das ist doch klar. Aber wie beweisen wir das ihr? Er lügt sie an und sie glaubt dran. Wir brauchen einen Plan. Und dann hat er gesagt, er hätte einen Steinhang mit seinem Schwanz gebaut. Oh, Red mutig. Mich will ihn treffen. Nein, Petri. Red denkt sich Geschichten aus und Ellie glaubt, sie wären wahr. Ellie hält ihn für tapfer und mutig. Aber das ist er nicht. Das macht mich so wütend. Ja, ich bin auch sauer. Tja, je länger ihr wütend seid, desto weniger glücklich seid ihr. Also, was wir tun? Keine Ahnung, Petri. Aber irgendwie müssen wir Ellie die Wahrheit beweisen. Genau. Ich könnte ja Ellie noch mal sagen, dass Red sich diese Geschichten nur ausdenkt. Gut und schön, aber wenn sie dir wieder nicht glaubt? Was, wenn Red dich mit Schwanzschlägen haut? Wir müssen Ellie zeigen, dass Red nicht so tapfer ist, wie er behauptet. Ja, ich würde gern mal sehen, was Red macht, wenn ein richtiger Schafzahn auftaucht. Wartet mal. Was ist, wenn wir dafür sorgen, dass er einem richtigen Schafzahn gegenübersteht? Was? Du willst einen echten Schafzahn in unser großes Tal bringen? Ich weiß nicht, ob dieser Plan wirklich ein guter Plan ist. Für meinen Plan will ich einen Schafzahn benutzen, der schon lange hier ist. Schafzahn hier in großes Tal? Ja, er ist genau unter uns. Du meinst mich? Aber Chomper ist nett. Das ist er, das ist er. Wir wissen, dass Chomper nett ist, aber das weiß man nicht, wenn man nicht weiß, wie nett er ist. Und Ellie und Red sind Chomper bisher noch nicht begegnet. Richtig. Und so wird die Sache ablaufen. Chomper jagt uns und tut so, als ob er ein furchteinflößender Schafzahn wäre. Dann läuft Littlefoot zu Red und sagt, du musst uns vor dem Schafzahn retten. Wenn Red dann ängstlich wegläuft, wird Ellie sehen, dass er nur geflunkert hat. Seht ihr? Wenn wir es richtig anstellen, wird es funktionieren. Ich kann sehr gut ängstlich schreien. Japp, japp, japp. Oh, ich auch sehr gut in ängstlich sein. Ich weiß nicht, ob wir das machen sollten. Komm schon, Littlefoot. Das ist ein steinstarker Plan. Was kann denn da schon schiefgehen? Tja, was hältst du davon, Chomper? Ich glaube, das wird mir Spaß machen. Na ja, solange niemand verletzt wird. Hier wird niemand verletzt. Wir tun doch nur so, als ob es gefährlich ist. Also dann tue ich jetzt mal einfach so, als ob ich meine Freunde aufessen möchte. Freunde zum Essen. Ich tue, als würde ich Freunde essen.
Der Scharfzahn will Dreihornfilet und Littlefoot Chili. Das ist sicher lustig, wenn der knabbert dich am Zahn. Doch das ist etwas, das gar nicht geht. Gute Freunde essen. Freunde zum Essen. Wer will denn schon Freunde essen? Wer steht schon auf Spiken als Peak und Entenbiskuit? Vielleicht ist Red ja der Hit. Igitt! Du weißt, du hast nie mehr Glück. Hast du Freunde zum Essen? Das kannst du vergessen. Freunde essen. Meine Freunde zum Essen. Und Littlefoot, was sagst du jetzt? Ja, das könnte Ellie zeigen, dass Red gar nicht so mutig ist. Also schön, packen wir es an. Bereit? Und los! So geht das nicht. Ihr müsst tun, als ob ihr Angst habt. Und du musst furchteinflößend klingen, klar? Jetzt seid doch mal ernst, Freunde. Nochmal von vorn. Er hungrig, mir angstig. Und ich bin noch viel ängstlicher, Rara. Hilfe! Jemand muss uns vor ihm retten. Perfekt. So, und jetzt kommt dein Auftritt, Littlefoot. Los! Versuchen wir es noch einmal von vorn. Er hungrig, mir angstiglich. Und ich bin noch viel ängstlicherer. Wir brauchen Hilfe, jemand muss uns retten. Komm, Red, hilf mir, sie zu retten. Perfekt. Und jetzt wird's ernst. Zeigen wir Ellie, wie Red wirklich ist. Los, komm, spielen wir Rettung. Schon wieder? Wollen wir nicht lieber Fangen spielen oder Verstecken? Hä? Oder im Wasser rumplanschen? Wir spielen Rettung. Los, ruf um Hilfe. Du klingst irgendwie anders. Das war ich auch nicht. Das war jemand, der wirklich Hilfe braucht. Schnell, rette ihn, Red! Hilfe! Er hungrig, mir angstiglich. Und ich bin noch viel ängstlicherer. Jap, jap. Wir brauchen Hilfe. Jemand muss uns retten. Wer verfolgt euch? Wer hat Hunger? Na, der da! Scharfzahn! Worauf wartest du noch, Red? Mach schon! Rette uns! Los, Red! Wir müssen sie retten! Rettet euch doch selber! Ich verschwinde! Was ist hier los? Wir wollten dir zeigen, dass Red gar nicht so mutig ist, wie er immer behauptet. Das Ganze war nur ein Spiel. Aber der Scharfzahn, wo kommt der her? Oh, entschuldige, Ellie. Das ist Chomper. Hi, Ellie. Ich wollte dir keine Angst einjagen. Ihr seid mit einem Scharfzahn befreundet? Oh, jap, jap, jap. Chomper und Ruby leben in den geheimen Höhlen. Naja, das ist eine lange Geschichte. Und eine Sache ist sicher, wir haben keine Angst, mit Chomper zu spielen. Na, was meinst du? Willst du mit uns spielen?
Ja, natürlich. Ich glaube, Rhett ist doch nicht so mutig, wie er immer behauptet. Wo ist er eigentlich hingerannt? Ist er? Wir müssen den gefährlichen Schafzahn aus dem großen Tal verjagen! Auf ihn! Wir müssen Jumper retten! Aber wir können die Herde nicht stoppen. Oh nein, nein, nein. Wir müssen es versuchen. Flieg hoch und halt Ausschau, wo sie hinlaufen. Oh, oh. Da, er rennt weg. So, jetzt haben wir ihn. Schnappt ihn euch! Nah bei die große Steinwand. Gut, dann nichts wie hin. Der Schafzahn? Davon habe ich ja noch nie gehört. Ein Schafzahn? Das ist ja nicht. Er ist ein Schafzahn. Wen interessiert, ob er spricht? Der muss ja weg. Uns bleibt nichts anderes übrig. Älteste! Warte! Jumper ist unser Freund. Er lebt hier. Er könnte nie jemandem wehtun. Aber er hat euch doch gejagt. Ihr habt um Hilfe gerufen. Sie wollten mir nur zeigen, dass Rhetts Geschichten bloß Märchen sind. Was soll denn das bedeuten? Er hat erzählt, dass er seine Herde vor vielen Schafzähnen gerettet hat, bevor wir ihn getroffen haben. Oh. Rhett, komm mal her. Oh. Ja? Hast du diesen Kindern etwa Flunkergeschichten erzählt? Ist schon gut, Rhett. Ja, das hab ich. Tut mir leid. Hört mal, das ist eine ernste Angelegenheit. Seht ihr, was passiert, wenn ihr euch gegenseitig reinlegt? Ja. Ist schon klar. Für euch war das vielleicht ein Scherz, aber ein Schafzahnangriff ist alles andere als lustig. Es tut uns allen wirklich sehr leid, Älteste. Und was dich betrifft... Ja? Ich weiß nicht, wie du so viele Freunde hier im großen Tal finden konntest. Aber es ist eine gute Sache. Langhälse, mir nach! Thank you.
Jetzt können wir spielen. Ja, das können wir, Japp, Japp. Mir nicht, wenn wir fangen spielen. Also, ich bin fix und fertig. Hey, Red. Wollen wir fangen spielen? Aber alle meine Abenteuer waren doch erfunden. Das heißt nicht, dass wir nicht neue Abenteuer erleben können. Na komm schon, Red. Worauf wartest du noch? Oh, ihr seid wirklich die Schärfsten. Alles klar, Spikey. Du bist dran. Springer. Das sieht überhaupt nicht aus wie ein großer Springer. Du musst deine Fantasie benutzen, Zira. Japp, japp, japp. Es sieht nicht aus, wie es aussehen soll, wenn du es dir nicht vorstellen kannst. Ich sehe immer noch keinen Springer. Alles klar, Ducky. Du bist dran. Die da sieht aus wie süße Blasen. Oh, tut mir leid, Spike. Das sieht nur aus wie süße Blasen, aber das sind keine süßen Blasen. Nein, nein, nein. Aber vielleicht findest du ja welche in den Bäumen. Hey! Sieh dir mal die an. Jumper! Und er futtert die süßen Blasen auf. Dabei mag ich süße Blasen nicht einmal. Petri? Spike? Spike, was machst du denn? Oh nein! Nein! Vor uns liegt ein wunderschöner neuer Tag. Vor uns liegt ein wunderschöner neuer Tag. Und die helle Scheibe leuchtet weit. Die helle Scheibe leuchtet weit. Kommt und spielt mit mir. Abenteuer lebt man hier. Oh. Und immer finden nach Hause wir. In einem Land vor unserer Zeit. Vor unserer Zeit. Was ist mit ihm los? Oh, es ist so furchtbar zu sagen. Mir nicht glaubt das. Spikey, bist du etwa krank? Oh, alles klar. Du hast die roten Baumsterne gegessen. Eher die krabbeligen Baumsterne geäst. Und? Jeder weiß, man nicht esst krabbelige Baumsterne. Krabbelige Baumsterne Unglück. Jeder das weiß. Niemand weiß das. Die habe ich schon mal gesehen. Sie sind selten und ganz süß. Aber sie bringen kein Unglück. Spike nicht. Gib mich Unglücksbaumstern. Seht ihr? Ich gefällt nur, weil Spike Baumstern geäst. Deshalb bist du nicht gefallen. Jetzt hör mal, Petri. Wenn Spike keine krabbeligen Baumsterne mehr isst, hörst du dann auf, über Unglück zu plappern? Nein, dann noch nicht gut. Mein Onkel Tyranno kennt Blattfresser, die geäst das und dann Unglück bekommt. Onkel Tyranno, der erzählt doch laufend verrückte Geschichten. Mir weiß, aber ich muss immer daran gedenkt. Dann versuch an etwas zu denken, woran du nicht denkst. Zum Beispiel? Wie wär's mit einer anderen Geschichte? Ruby kann tolle Geschichten erzählen. Japp, japp, japp. Oh ja. Wie wär's denn mit einer Geschichte aus dem geheimnisvollen Jenseits? Chomper und ich waren unterwegs zum großen Tal.
Und Rotklaue versuchte, uns aufzuhalten. Igitt, was ist das für ein Gestank? Also, ich rieche gar nichts. Aber dein Schnüffler schnüffelt mehr als mein Schnüffler. Igitt, das ist ekelig. Da, Schlimmer als von Rotklaue verspeist zu werden? Dann folge mir, ich laufe vor. Überrascht von dem Wasserstrahl, dass er uns in Ruhe gelassen hat. Augenblick mal. Du willst mir weismachen, dass einfach so Wasser aus dem Brunnen gesprudelt ist? Du hast ja vielleicht eine Fantasie, Ruby. Aber ich hab's auch gesehen. Ja, na klar. Es gibt Dinge, die musst du erst sehen, damit du weißt, dass du sie gesehen hast. Hä? Willst du etwa mit uns ins geheimnisvolle Jenseits gehen, um uns sprudelndes Wasser zu zeigen? Nein, Zera. Obwohl es gar nicht so weit bis ins geheimnisvolle Jenseits ist. Ja, es ist gleich hinter dem wuchernden Gras. Ich würde gern das Wasser sehen, das in den Himmel hüpft. Japp, japp, japp. Das würde ich auch gern sehen. Ich fasse es einfach nicht, dass ihr das wirklich glaubt. Du wirst uns glauben, wenn du es gesehen hast. Auf Abenteuerreise gehen. Zu dem Sprudelwasserplatz. Das Wasser sprudelt gibt's doch nicht, wie hüpfe Steine oder Baumstammlicht. Und wenn wir Unglück haben, was dann? Denk nicht daran. Du kannst mit eigenen Augen sehen, das Sprudelwasser ist wunderschön. Was man nicht kennt, hat man verpennt. Auf Abenteuerreise gehen. Bay, 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 bay. Ja, das wird schön. Wir wollen jetzt das Sprudelwasser sehen. Auf Abenteuerreise gehen. Na schön, von mir aus sehen wir uns dieses Wasser an, was springen und sprudeln soll. Ich kann's kaum erwarten, das springende Sprudelwasser zu sehen. Japp, japp, japp. Was nicht, Ruby? Ich weiß nicht. Diesen Baum hier, naja, den hatte ich irgendwie anders in Erinnerung. Verirrt. Wir verirrt. Oh, das Spike schuld. Er Unglücksbaumstern geäst. Wie können wir uns verirren, wenn wir zu einem Ort gehen, den es gar nicht gibt? Augenblick. Wir müssen da lang gehen. Ja, jetzt weiß ich's wieder. Siehst du, Petri? Uns passiert nichts Schlimmes. Du brauchst keine Angst vor dem Unglück zu haben. Bis hierhin war Reise ganz gut. Vielleicht Unglück sich verirrt anstelle von uns. Vielleicht wir haben gute Reise.
ist schon gut. Das ist wahrscheinlich nur ein... Schnell, weg von dem Feuer! Beeilt euch! Jetzt glaubt an die Unglück, hä? Vielleicht sollten wir umkehren? Himmelsfeuer gibt's immer und überall. Aber wenn ihr Angsteier zurückgehen wollt, bitte soll mir recht sein. Ich dafür. Also, ich bin kein Angstei. Petri, Riesenangstei. Ich zu Riesenangstei, um allein zurückgefliegt, das mal sicher. Hey, wartet auf mir! Autsch! Irgendwas Schlimmes passiert? Nein, alles bestens. Weiter geht's. Littlefoot, du läufst irgendwie anders als sonst. Keine Sorge, es geht schon. Wir würden uns keine Sorgen machen, wenn wir wüssten, worüber wir uns nicht sorgen sollen. Ich bin auf einen Erdstachel getreten. Oh nein, nein, nein! Es tut wirklich nicht sehr weh. Aber wenn Petri das rausfindet... Dann wird er denken, dass das Unglück für das Unglück verantwortlich ist. Ich fühle mich schlecht, weil Spike hungrig. Ja, klar. Und wer ist daran schuld? Wenn du nicht solche Angst vor Unglück hättest, dann hätte er auch essen können. Spike, vielleicht du findest einen leckeren Nicht-Unglücksbaumstern da. Spikey, was machst du denn da? Pass auf! Spike, warum hast du einen Baumstamm auf deinem Kopf? Weil Spike hat Unglück, ja. Und ich glaube, weil Baumsterne in Baumstamm. Vorsichtig, Spike! Hey! Spike nicht sollte Unglückspflanzen essen. Nein, Petri, du solltest nicht immer vom Unglück reden. Das ist nicht gut. Hä? Das alles Schuld von Spike. Überraschungshimmelswasser gibt's immer und überall. Und der Himmelsschaum von vorhin sorgt dafür, dass jetzt Himmelswasser runterfällt. Das immer noch? Oh, können wir uns nicht an einem trockenen Plätzchen unterhalten? Mal, das Wasser hüpft und sprudelt. Wenn Ruby sagt, dass es hüpfendes, sprudelndes Wasser gibt, dann glaube ich ihr das auch. Und ich möchte es gern sehen. Wir gehen nirgendwo hin bei all dem vielen... Himmelswasser? Hä? Hey, die große helle Scheibe kommt hinter dem Himmelsschaum hervor. Dann werden wir auch das sprudelnde Wasser sehen. Japp, japp, japp.
immer noch glaubt, dass hier kein Unglück? Was dachtest du denn? Aber mehr sollte jetzt nicht passieren. Das Himmelswasser hat den Schlamm weggespült. Das ist alles. Aber warum hatten wir das Himmelswasser? Und die Himmelsfeuer, Himmelsfeuer-Unglück. Außerdem hast du einen Erdstachel in deinem Fuß. Was? Erdstachel? Das ist ja große Unglück. Danke, Ducky. Aber wir hatten auch Glück im Unglück. Die Matschlawine hat uns bis zum Ende vom wuchernden Gras gebracht. Na dann, sind alle bereit? Na klar, also ich glaube ja. Nein. Na, jetzt bin ich aber gespannt. Glaub mir, alles wird gut, Petri. Alles gut, alles gut, alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Gleich sind wir da, wo wir hinwollen. Ich glaube, sie hat recht, denn ich rieche da irgendwas ganz Komisches. Es ist nur halb so schlimm, wenn man erstmal die Stinkelöcher passiert hat. Hier riecht's ziemlich übel. Jap, jap, jap. Ich sehe immer noch kein sprudelndes Wasser. Jap, jap, jap. Wartet's ab, gleich werdet ihr sehen, was ihr noch nie gesehen habt. Na, glaubst du jetzt, dass es das hüpfende Sprudelwasser gibt, Zera? Gute Freunde finden alles, was sie wollen. Gute Freunde bringen jeden Stein zum Rollen. Springwasser gibt's doch, sprudelt in den Himmel hoch. Das macht riesen Spaß, wir werden nass. Ja, ja, ja. Gute Freunde spielen Fangen mit dem Wind. Gute Freunde, schön, dass wir zusammen sind. Baby, 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 baby. Was war das? Spike? Hä? Er ist ja voller Matschepampe. Ich bin froh, dass dir nichts passiert ist. Japp, japp, japp. Oh. Wie das stinkt. Oh, nein. Oh, Spike. Die Stinkelöcher haben dich stinkig gemacht. Noch schlimmer als sonst. Seht ihr? Unglück. Dieser Tag verflucht von Anfang. Na los, machen wir ihn sauber. Bleib da stehen. Was ist? Stinkt er immer noch so furchtbar doll? Die Matschepampe ist ab. Oh! Ach, er noch stinkerig. Unglück! Naja, was soll's. Wir müssen jetzt sowieso nach Hause. Egal, wie weit er hinter uns ist, ich kann ihn immer noch riechen. Von jetzt an alle hören auf Petri.
Petri richtig. Spike macht Unglück, wenn er krabbelige Baumsterne geäst. Weißt du, Petri, ich... Weißt es, Chomper, Schafzähne haben einen empfindlicheren Geruchssinn als wir alle. Wir konnten den Gestank nicht aushalten, aber Rotklaue hat ihn gehasst. Oh, danke, danke, Spikey. Danke, Spikey. Oh, Spike, großes Glück, dass du in Stinkemodder reingefallen bist. Moment mal. Zuerst war es Unglück und jetzt ist es Glück? Es war gar kein Glück. Er hat einfach nachgedacht. Stimmt, Spikey? Irgendwann ist immer das erste Mal. Unglück, großes Glück, mir sind egal. Hauptsache wir sicher. Vielen Dank, Spikey. Du schnuffelst gar nicht mehr so schlimm. Nein, nein, nein. Himmelswasser, 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 wann das bloß aufhört. Ach, so bald nicht, Petri. Die Tage des fallenden Wassers haben doch gerade erst begonnen. Ich brauche einen Kuschelstock. Na, na, keine Sorge, Kinder. In unserem Nest sind wir sicher. Kinder, fliegt! Schnell! Fliegt wohin? Oh!
Vor uns liegt ein wunderschöner neuer Tag. Vor uns liegt ein wunderschöner neuer Tag. Und die helle Scheibe leuchtet weit. Kommt und spielt mit mir. Abenteuer erlebt man hier. Und immer finden nach Hause wir. In einem Land vor unserer Zeit. Vor unserer Zeit. Wir nicht lassen große Himmelswasser unser Nest wegspülen. Komm, Kinder, schnappt euch, was ihr von unserem alten Nest finden könnt. Ich hoffe, Petri, ist nichts passiert. Ich habe noch nie so viele Streifen von Himmelsfeuer gesehen. Ich auch nicht. Der Himmel war so hell, dass man blinzeln musste. Wartet mal, was ist mit dem Felsen, auf dem Petri liegt? Wow, der sieht irgendwie anders aus. Oh, Littlefoot Jumper Ruby, mir froh, euch zu sehen. Wir wollten euch helfen. Ist mit euch alles in Ordnung? Wir in Ordnung, aber unser Hause leider nicht. Schön, dass ihr gekommen seid, Kinder. Wir brauchen eure Hilfe. Ist ja nur ungern, aber ich hab Hunger. Yummy, ein Bodenkrabbler! Durch das viele Himmelswasser ist es schwer, was zu essen zu finden. Ich hab einen Dino-Hunger. Oh, ich liebe die Tage des fallenden Wassers. Ja, das tue ich, das tue ich. Wie lange will denn dieses blöde Himmelswasser noch runterfallen? Glaub niemals diesen Schwimmern, Tretia. Diese Planscher haben nur halb so viel Spaß, wie sie vortäuschen. Hallo, Zera. Hallo, Tretia. Heute ist ein toller Schwimmtag. Ja, ja, ja. Warum schwimmst du dann nicht weiter, Ducky? Wollt ihr denn nicht mitmachen? In Himmelswasserpfützen rumpatschen macht Laune. Nein, danke. Tretia und ich haben hier genug Spaß. Das kannst du uns glauben. Aber ihr seht irgendwie gar nicht so fröhlich aus. Was soll denn das heißen? Klar sind wir fröhlich. Hey, du bist dran, Tretia. Tretia, nicht! Komm zurück! Naja, wenigstens haben wir etwas von unserem Nest gerettet. Das nicht viel, aber guter Anfang. Petri, was hast du vor, Junge? Wir bauen Nest wieder zusammen. Der Felsen kann unser Nest nicht mehr halten, Petri. Aber dass unser Hause... Tut mir leid, Petri. Dort ist es jetzt nicht mehr sicher. Wir es überdachen, dann auch schön trocken. Die Tage des fallenden Wassers dauern noch eine Weile an. Aber wenn wir hier bleiben, dann wird unser Nest immer und immer wieder weggespült. Oh. Tut mir leid, Kinder. Aber ich fürchte, wir müssen umziehen. Steinstarke Sache! Na schön. Umziehen. Ducky, was soll denn das? Meine kleine Schwester kann nicht schwimmen. Sie muss ja auch gar nicht schwimmen. Es ist so flach, dass sie stehen kann. Tretia, komm sofort aus dem Wasser raus. Da war was. Tretia! Ich rette dich! Ich hab dich, Tretia! Es ist alles wieder
gut. Ist mit dir alles in Ordnung, Sarah? Mir geht's bestens. Aber Tritia wäre beinahe untergegluckert. Wenn du nicht so viel vom Schwimmen erzählt hättest, dann wäre Tritia gar nicht erst ins Wasser reingesprungen. Oh, das tut mir leid. Ich wollte nicht, dass... Ducky, die Tage des fallenden Wassers können für junge Dinos wie Tritia sehr gefährlich sein. Aber Tritia möchte wieder reinkommen. Was machen wir jetzt? Nicht wir, sondern ich. Ich werde Tritia Schwimmen beibringen. Du? Aber Dreihörner sind nicht gerade die besten Schwimmerzehrer. Dreihörner können alles, was sie wollen. Umziehen, umziehen. Oh, wir wollen nicht umziehen, wir lieben zu Hause. Ich weiß, Petri, ich liebe auch unser Zuhause. Aber wir müssen ein neues Zuhause finden. Eins, das sicher ist. Aber neues Hause wird nicht unser Hause. Mach dir keine Sorgen, Petri. Als Ruby und ich zum ersten Mal in die Geheimhöhlen gezogen sind, dachten wir, sie sind dunkel und eiskalt und ganz doll unheimlich. Aber dann stellte sich raus, dass man dort super leben kann. Ich liebe mein neues Zuhause. Also mir liebt mein altes Hause. Will nicht neues Haus, altes war besser, jetzt kaputt. Himmelswasser schlecht für mir, ich baue mich neues Nest, genau hier. Das geht doch nicht, hier ist es nicht sicher. Eins ist klar, das Beste ist ein Umzug. So ein Umzug geht nur zurück. Das ist klug. Aber ich will nicht gerne von hier gehen, von Freunden weg. Das ist nicht schön. Wir werden uns noch sehen. Ich muss wohl gehen. Das ist nicht schön. Auf Wiedersehen. Mach's gut, altes Hause. Auf Wiedersehen, alten Freunden. Petri, nur weil du dein altes Zuhause verlässt, heißt das doch nicht, dass du auch deine Freunde verlässt. Ja, genau. Und wir helfen dir bei deinem Umzug. Wirklich? Also dann, Kinder, lasst uns ein neues Nest bauen. So schön, Tritia. Paddel einfach mit deinen Vorderfüßen in etwa so. Oh, du darfst ihre Hinterbeine nicht vergessen. Die müssen so machen. Ich weiß Bescheid. Tritia, jetzt reicht's aber. Also mit deinen Hinterbeinen paddelst du ungefähr so. Deine Hinterbeine sollten nicht nur aufstampfen, sie sollten dich wegdrücken. Also schön, Ducky. Wenn du so genau weißt, wie man schwimmt, warum unterrichtest du sie nicht? Naja, Schwimmer zeigen anderen nicht, wie man schwimmt, weißt du? Wir schwimmen einfach. Im Gegensatz zu Dreihörnern. Aber dank dir will Baby Tritia jetzt ein Schwimmer sein. Also das ist gar nicht so schlecht. Ist es doch, weil sie nicht schwimmen kann. Und wenn ihr während der Tage des fallenden Wassers irgendetwas passiert, dann ist das ganz allein deine Schuld. Oh nein, ich will doch nicht, dass Tritia etwas passiert. Wirklich nicht, nein, nein, nein. Gut, dann zeigt Tritia, wie man schwimmt. Auf der Stelle. Ich will's versuchen. Kinder!
alles in Ordnung mit euch, Kinder? Alles klar. Ja. Oh. Altes Hause, neues Hause, egal. Hauptsache, irgendein Hause. Hey, wie wär's mit die Stelle unter die Baumstamm? Der ist doch gar nicht dick genug, um uns zu schützen, Petri. Aber was ist, wenn wir nie Hause finden, das richtig für uns ist? Wir finden schon was. Also schön, zuerst bewegst du deine Arme, deine Beine im Kreis. Siehst du? Genau so. Sehr gut. Und weiter, jetzt beweg deine, anderen Beine. Und zwar so. Das ist schon ein guter Anfang. Jetzt versuchen wir es im Wasser. Na großartig, Ducky. Du hast Tricia beigebracht, wie man noch mehr rumplanschen kann. Nicht schlecht für den Anfang. Dass du einen Platz für eine Pause gefunden hast. Das ist nicht nur ein Platz für eine Pause, Petri. Das ist unser neues Zuhause. Neues Hause? Sieht für mir nicht aus wie neues Hause. Wart's nur ab, bis wir unser Nest gebaut haben. Ja! Danke, dass ihr uns so schön geholfen habt, Kinder. Dazu sind Freunde doch da. Sieht noch nicht aus wie Hause. Sieh doch mal genau hin, Petri. Hier liegen die Zweige von eurem alten Nest. Und wir sind auf einem Felsvorsprung. Das war euer altes Nest doch auch. Und von hier aus hat man eine super tolle Aussicht, genau wie bei deinem alten Zuhause. Na ja, vielleicht. Na schön, wir machen neues Nest, so wie altes Nest. Das Stöckchen hierhin, das Stöckchen dahin. Das Stöckchen halb hier und halb da und Kuschelstock ganz dicht bei mich. Oh, mein Kuschelstock! Wir müssen ihn auf unserem Weg hierauf verloren haben. Verloren? Ich darf ihn nicht verloren haben. Ich hab Kuschelstock, seit wir in großes Tal gekommen sind. Ich kann nicht schlafen ohne ihn. Ich muss ihn wiederfinden. Petri, nicht! Hier ist es viel zu gefährlich und du bist noch viel zu klein. Ich mach das für dich. Ich glaube, ich habe ihn gefunden. Pass auf! Ein Erdrutsch! Was wir machen jetzt? Augenblick mal. Ich rieche irgendetwas. Noch mehr Bodenkrabbler? Nein, Petris Mama. Vielleicht kann ich sie mit meiner Nase aufspüren. Nein, nicht. Lasst uns sein. Lasst unsere Mama zufrieden. Leute, das Ganze in Ordnung. Chomper, mein Freund, er sie retten will.
kann sie besser spritzen als vorher. Sie kann schon viel besser rumplanschen als vorher. Und wie soll ihr das helfen zu schwimmen? Sie muss sich im Wasser wohlfühlen, weißt du? So wie zu Hause. Bald ist sie in der Lage, ganz allein zu schwimmen. Oh ja, das wird sie, glaub mir. Das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Da unten, seht ihr? Was macht er da? Er ist Modderpampe. Aber warum? Hat er Hunger? Hat der scharfe Zähne? Das sieht gefährlich aus. Oh nein, Mami! Er wird sie auffuttern! Mir geht's bestens. Aber der arme Chomper musste sehr viel Modder schlucken, um mich zu retten. Das geht schon klar. Der Modder ist eklig. Aber da drin zappeln ein paar leckere Bodenkrabbler herum. Wie geht's? Du vielleicht komisches Geschmack, Chomper, aber du ganz großes Held. Danke, dass du unsere Mama gerettet hast, Chomper. Ja! Vielen Dank. Meine Geschwister völlig recht. Das ist sehr schön, wenn man hat guten Freund. Wie kannst du dich selbst Schwimmer nennen, wenn du nicht in der Lage bist, Tricia das Schwimmen beizubringen? Tut mir leid, Sierra. Aber wenn man schwimmen lernen will, braucht man Zeit und Geduld, besonders wenn man ein Dreihorn ist. Uns läuft die Zeit davon und ich habe keine Geduld. Oh! Tricia? Oh, oh nein, wo ist sie hin? Tricia hat gelernt, wie man schwimmt. Ich habe es ihr beigebracht. Ja, das hab ich. Na schön, Ducky. Das hast du gut gemacht. Danke, Zera. Jetzt ist Tricia eine bessere Schwimmerin als du. Besser als ich? Ha, das glaube ich nicht. Pass auf! Siehst du, ich bin die beste Dreihornschwimmerin aller Zeiten. Da ist das Wasser ganz flach. Hey, das Himmelswasser hat aufgehört. Und seht mal, die große helle Scheibe kommt wieder raus. Weißt ihr, wir vermissen Altes Nest gar nicht mehr. Weil alles, was mir geliebt an Altes Hause, ist auch hier in Neues Hause. Ich ganz doll glücklich, weil ich hier zu Hause bin. Die große helle Scheibe scheint ganz tief in mich drin. Ganz schlimmer Tag, ich sage Tschüss zu mein Nest und ich verliert mein Kuschelstock. Doch jetzt ich weiß, wichtiger als das alles ist, dass meine Familie sicher ist. Ich ganz toll glücklich, weil ich hier zu Hause bin. Die große helle Scheibe scheint hell tief in mich drin. Wir sind sehr glücklich, dass wir hier zusammen sind. Die große helle Scheibe scheint hell tief in uns drin. Mir glauben, wir heute schlafen auch ohne meine Kuschelstock tief und fest. Tut mir leid, dass ich ihn dir nicht bringen konnte, Petri. Oh, das hätte ich ja fast vergessen. Das ist meine Kuschelstock. Ich habe ihn da unten beim Graben gefunden, Petri. Wow, danke.
Danke, Chompa. Jetzt fühle ich mir wirklich wie... wie... Hause. Was ist denn das für ein Abenteuer, wenn wir gar nichts erforschen? Aber wir erforschen doch die Höhle. Diese Höhlen sind stinklangweilig. Seht ihr, das ist schon viel besser. Ja. Oh, hier draußen ist die große helle Scheibe ja ganz schön hell. Na ja, Ducky, wir waren auch ganz schön lange in den dunklen Höhlen. Hey, wartet auf mich. Brauchst du Hilfe, Chompa? Vielleicht würde dir etwas Hilfe helfen. Das schaffe ich schon allein. Na bitte, es geht doch. Also hier war ich noch nie. Darum geht es ja bei einem Abenteuer. Wisst ihr, dieser Ort erinnert mich an einen anderen Ort. Vielleicht warst du ja schon einmal hier. Ja, vielleicht. Aber überall, wo ich im großen Tal war, warst du auch. Also, mir kommt das hier nicht bekannt vor. Nein, nein, nein. Rotklaue? Jetzt weiß ich auch, wo wir hier sind. Das ist... das geheimnisvolle Jenseits! Weg hier! Vor uns liegt ein wunderschöner neuer Tag. Und die helle Scheibe leuchtet weit. Kommt und spielt mit mir. Abenteuer erlebt man hier. Oh, und immer finden nach Hause wir. In einem Land vor unserer Zeit. Vor unserer Zeit. Diesen Baum da wird er uns nicht finden. Tolle Idee, Nestling. Petri, seht was! Jetzt nicht, Petri. Doch, Petri, folge! Steinstarke Idee, Petri! Nichts wie rauf! Das soll eine gute Idee sein? Das macht mir ganz schön Angst. Sieht schmal aus. Genau, für Rotklaue ist dieser Pfad viel zu schmal. Chompa, musst du immer so lang sein? Das war ganz schön knapp. Wir sind in Sicherheit. Fürs Erste. Ich glaube, fürs Erste endet schneller, als wir denken. Oh, my God.
Aber Kralle und Klaue sind sehr gute Schnüffler. Solange wir zusammenbleiben, kann uns nichts passieren. Richtig, schön zusammen. Damit sie uns zusammen auffuttern können? Ich frage mich, wo die jetzt sind. Ich sehe mal nach. Sei vorsichtig. Tja, das kannst du laut sagen. Uff. Sag mal, wo ist Chompa? Mir auch Ducky nicht gesehen. Chompa! Ducky! Wir sind hier! Was macht ihr beide denn da oben? Alles in Ordnung mit euch? Ja, sieht so aus. Seid ihr auch alle unverletzt? Das Erdschütteln hat uns etwas durchgeschüttelt, aber es ist nichts passiert. Kralle ist nicht mehr zu sehen. Das ist gut. Bis auf, naja, dass wir hier oben sind. Und wir kommen hier nicht weg. Nein, nein, nein. Es muss einen anderen Weg zu dem Felsen da geben. Richtig, es gibt immer einen anderen Weg. Es sei denn, es ist der einzige Weg. Hey, keine Sorge, wir finden einen Weg. Ich bin nicht gerne so hoch oben. Oh nein, nein, nein. Also ich find's irgendwie spannend. Und außerdem helfen uns doch unsere Freunde. Scharfen Klauen fernhalten. Und von seinen Zähnen. Hier oben ist nicht sehr viel Platz für uns. Und Kralle mit seinen scharfen Zähnen. Ich mag es nicht, so dicht bei einem Schafzahn zu sein. Oh, damit meine ich natürlich nicht dicht, Champa. Ich glaube, den Weg sind wir hergekommen. Das doofe Erdschütteln hat alles durcheinander gebracht. Das Erdschütteln hat uns auch geholfen, vor Kralle zu fliehen. Man muss das Gute gegen das Schlechte abwiegen, denn sonst verliert man ganz rasch den Durchblick. Nicht schon wieder! Ja, nix wie weg. Wir müssen den Weg zurücklaufen, den wir gekommen sind. Ja, die gleiche Idee hat Klaue hinter uns auch. Schlapp machen! Ah!
Er hat gesagt, ich bin klein. Und was hat er jetzt gesagt? Er will mir nicht glauben, dass wir Freunde sind. Oh. Oh nein, hier sind wir doch gerade losgelaufen. Wir laufen im Kreis, na toll. Und jetzt? Chompa und Ducky immer noch nicht da. Mir will nach Hause. Aber nicht ohne unsere Freunde. Aber sie hoch oben auf Felsen. Mir weiß nicht, wie wir helfen. Ich auch nicht, Petri. Wir finden schon einen Weg. Vielleicht können wir sie von dem Felsen, der hinter ihnen ist, erreichen. Steinstarke Idee. Aber ich wünschte, ich könnte ihm helfen. Wenn wir ihm helfen, dann frisst er uns sofort auf. Er ist ein Schafzahn. Das machen die ebenso. Du bist auch ein Schafzahn. Und du machst das nicht. Oh, seine Schmerzen sind stärker geworden. Naja, es liegen ja auch Steine auf seinem Schwanz. Ich halte dich warm, komm in meinen Arm. Ich hab Angst, denn bald kommt die Nacht. Der Schafzahn hat uns ausgelacht. Der bleibt die ganze Nacht lang wach. Du musst nicht traurig sein. Die Freunde werden uns befreien. Bleib dicht bei mir, ich sage dir. Wer Freunde hat, ist nie allein. Wir sind Littlefoot. Das kann ich dir sagen, Petri. Als ich gesehen habe, wie Klaue die Bäume abgebrochen hat, da hatte ich eine Idee. Ein toller Grund, gefressen zu werden. Wir können einfach Bäume benutzen, um Chompa und Ducky zu retten. Ach, immer noch kein guter Grund, gefressen zu werden. Ich hoffe, sie sind bald hier. Hat er dich schon wieder kleiner genannt? Ja, und er glaubt nicht, dass unsere Freunde uns retten werden.
sie sind unsere Freunde. Freunde helfen sich immer gegenseitig. Ich glaube nicht im geheimnisvollen Jenseits, Ducky. Ich bin groß und nicht klein! Klein! Deswegen Petri nicht liebt Abenteuers. Nein. Ich will nicht Abenteuer sehen, nicht Abenteuerreise gehen. Petri findet gar nicht schön, könnt ihr mir nicht verstehen. Petri, du musst mutig sein. Wir holen die Freunde von dem Stein. Sie würden dich auch retten, klar. Das wohl sehr wahr. Na los, komm mit, da ist dein Weg. Ich hoff, dass der ins Freie geht. Dann sind wir frei. Ich bin dabei. Ein Abenteuer ist das hier und unsere Freunde retten wir. Wenn wir alle noch nicht wissen, wie. Sieht mal, Wurzelhöhen uns näher rangeführt. Gut gemacht, Ruby. Hey, nicht dafür. Wir müssen immer noch Ducky und Chomper retten. Oh, tut mir leid, dass du solche Schmerzen hast. Aber es tut mir nicht leid, dass du nicht an uns rankommst, um uns zu fressen. Nein, nein, nein. Er hat gesagt, ich bin zu klein. Und damit hat er recht. Wenn er loskommt, bin ich zu klein, um uns zu beschützen. Ich kann uns nicht von hier wegbringen. Genau, ich bin für alles zu klein. Du bist traurig, weil du klein bist. Aber in dir drin bist du doch groß. Chomper, du hast es tatsächlich geschafft, dass ich mich mit dir sicher fühle. Das hast du, das hast du. Hey! Alles in Ordnung mit euch? Irgendwie schon. Oh, hinter euch sind Kalle. Kalle! Keine Sorge, Kalle tut uns nichts. Sollte sich dieser Schafzahn verändert haben? Er kommt nicht an uns ran. Er hängt fest. Wir bleiben weg, nur vorsichtshalber. Wir werden euch da runterholen. Auch nur vorsichtshalber. Der ist super, Spike. Geht beiseite, Freunde! Es funktioniert! Baum macht Brücke für uns! Ja! Jetzt habt ihr Kralle gezeigt, wer hier groß ist! Unsere Freunde sind zwar kleiner als Rotklaue, aber sie helfen uns immer, weil sie innen drin ganz groß sind. Schafzahn zu sein. Ah!
Ich glaube, wir wären zusammen noch fröhlicher, wenn wir an einem anderen Ort zusammen wären. Zum Beispiel zu Hause. Gefährlich näher. Kralle auch näher? Oh. Versteckt euch! Dass Kralle uns doch gerochen hat. Er hat uns nicht verraten. Hm. Ich glaube, hier sind wir rausgekommen. Da nichts wie rein mit uns. Kleine Nestlinge haben den Vortritt. Ja, das bin ich. Japp, japp, japp.